Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin, Frau Professor Wanka. Herr Präsident, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu Beginn dieser Sitzung an den 9. Oktober 1989 erinnert haben. Das ist auch für mich der wichtigste Tag 1989, wichtiger als der 9. November. Und das ist ein Tag, wo man sich immer wieder freut. Und ich erinnere mich nicht nur sehr gern dran, sondern mir ist das auch egal, wie wir heute diskutieren. Und ich reg mich gar nicht auf, weil ich mich freue, dass wir hier diskutieren können, dass wir demokratische Verhältnisse haben. Und wahrscheinlich kann nur jemand, der jahrelang nicht in Demokratie gelebt hat, ermessen, wie wichtig das ist und wie sehr man sich da vielleicht auch etwas naiv aus Ihrer Sicht darüber freuen kann. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde in Deutschland noch nie so viel für Bildung und Forschung ausgegeben an Geld wie heute. Noch nie so viel. Und das geht weiter. Von Seiten des Bundes kann ich sagen, dass wir in den nächsten Jahren, in dieser Legislaturperiode, eine Steigerung des Etats des BMBF um noch mal 25% haben werden. Und ich denke, dass wir alle wissen, wie schwierig es ist, auch in der Haushaltssituation des Bundes, die schwarze Null, Konsolidierung, und dass wir dort eindeutige Prioritäten gesetzt haben. Also nicht, weil wir viel Geld und noch zu viel hätten, sondern dass wir eindeutige Prioritäten gesetzt haben, schon im Koalitionsvertrag, die 9 Milliarden, und dass diese Investitionen sich auch lohnen. Die lohnen sich doppelt. Sie lohnen sich für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen, für seine Lebenschancen ist es wichtig, egal ob er Schüler ist, ob er Lehrer ist, ob er Studierender ist, ob er Forscher ist. Und es ist natürlich auch entscheidend für die Volkswirtschaft. Das ist der Schlüssel für Wohlstand, für Lebensqualität, das, was wir uns auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wünschen. Und ich glaube, dass das, was wir heute vorlegen, das 25. BAföG-Änderungsgesetz, ist ein gutes Gesetz. Es ist ein Gesetz, was es seit 40 Jahren gibt. Wir haben über die Historie hier schon mehrfach gesprochen. Es wurde damals eingeführt und es hat mittlerweile Millionen jungen Leuten, jungen Frauen und jungen Männern ein Studium ermöglicht. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, in diesem Jahr werden im Jahresdurchschnitt, das heißt immer berechnet aufs volle Jahr, also nicht, wenn einer 14 Tage oder 2 Monate BAföG bekommt, 620.000 Frauen und Männer gefördert, also wirklich eine Größenordnung. Und wir haben wir können stolz darauf sein, dass wir in Deutschland so ein System haben, dass wir also dieses Studieren wollen, nicht einfach nur der Finanzierung durch die Eltern oder der betreffenden Studierenden überlassen, sondern dass wir dort fördern. Und man muss sich auch immer darüber im Klaren sein, dass diese Tatsache, dass wir jetzt mit dieser BAföG-Novelle noch mal richtig hochgehen und noch mal Hunderte von Millionen zusätzlich ausgeben, Jahr für Jahr, dass uns das in den Bildungsstatistiken der OECD gar nichts bringt. Gar nichts bringt. Es wird nicht gerechnet als Ausgaben für Bildung. Hingegen, wenn in Großbritannien die Studienbeiträge erhöht werden, das erhöht dann auch die Ausgaben für Bildung für Großbritannien oder andere Länder. Und bei uns wird es als OECD, ja, ich sage es mal hier an dieser Stelle, wir sind uns da einig. Also, das ist wirklich etwas, was als Sozialausgabe gewertet wird, was aber wesentlich darüber hinausgeht. Und wir wollen diese Ausbildungsförderung nachhaltig sichern. Und mir war es ein ganz wichtiges Anliegen von Anfang an, dass es uns gelingt, eine BAföG-Reform, die substanziell und die strukturell ist, in dieser Legislaturperiode zu erreichen, zu bewältigen. Und mit diesem Gesetz sind ganz wichtige Weichenstellungen verbunden. An erster Stelle steht, und das ist grundlegend, dass ab 1. Januar der Bund, die Bundesregierung, die Kosten für das BAföG zu 100% trägt. Zu 100% trägt. Und das sind rund 1,2 Milliarden. Das ist kein Pappenstiel. Das ist eine wirklich beträchtliche Größenordnung. Und damals und damit erhalten die Länder, ab 1. Januar, Herr Gehring, zuhören, und damit erhalten die Länder Geld in dieser Größenordnung, um es, das steht im Gesetz, auszugeben, nicht für irgendwas, sondern für Bildungsausgaben und insbesondere Hochschulen. Und damit haben wir etwas, was wir die ganzen 10, 15 Jahre nicht hatten, dass wir nicht ein großes Programm haben, was auch wichtig ist, unsere großen Pakte, die dann 10 oder 15 Jahre laufen, sondern hier gibt es jetzt dauerhaft Geld
für Daueraufgaben. Man kann jetzt dauerhaft Stellen schaffen, wenn man zum Beispiel will, für den wissenschaftlichen Nachwuchs in den Hochschulen, wenn man will. Das Geld ist auf diesem Wege vorhanden, unkompliziert ab 1. Januar. Man kann auch Schulsozialarbeiter stellen, man kann neue Professoren stellen, man kann anderes machen. Und wir steigern also von Seiten des Bundes das BAföG nicht erst in 2016, sondern ab dem 1. Januar des nächsten Jahres. Das ist unsere Leistung. Und die BAföG-Novelle, die in 2016 in Kraft tritt, hat ein Volumen, ist substanziell und strukturell, hat ein Volumen aus dem Bundeshaushalt von 500 Millionen Euro jährlich. Und über die KfW-Mittel sind wir bei 825 Millionen Euro. Das ist noch mal eine Dreiviertelmilliarde, was Jahr für Jahr vom Bund für die Belange der Studierenden draufgelegt wird. Und ich glaube, dass wir wirklich diesen Anspruch, substanziell und strukturell etwas zu leisten für die Studierenden, erfüllen können. Mir kam es besonders darauf an. Mir kam es besonders darauf an, dass wir diejenigen, die BAföG erreichen können, erhalten können. Das wird ja immer, berechnet anhand der Elternausgaben, des Elternverdienstes, dass wir den Kreis der BAföG-Berechtigten erhöhen. Weil jetzt ist die Situation über viele Jahre so, dass, wenn jemand BAföG bekommt, er die Leistungen bekommt vom BAföG und dann aber viele Sonderbedingungen hat, meinetwegen keine Rundfunkgebühren bezahlen muss, Und dass diejenigen, die so knapp vorbeischrammen, weil die Eltern ein bisschen zu viel verdienen, das sind die Eigentlichen, die stark betroffen sind. Und deswegen war ein ganz wichtiges Element, den Kreis derjenigen, die BAföG berechtigt sind, zu erhöhen. Und deswegen Freibetragsgrenze um 7% erhöht. Und das ist nicht nur für Geringverdiener. 2012 war der durchschnittliche Bruttoverdienst einer Familie in Deutschland 4.000 Euro brutto. Bei uns ist es jetzt so, nach dieser Novelle, dass man, wenn die Eltern 5.390 brutto verdienen, bis dahin BAföG berechtigt ist. Also nicht nur Geringverdiener, sondern gerade auch den mittleren Verdiener wird dadurch in starkem Maße, das heißt den jungen Leuten, entgegengekommen. Und, meine Damen und Herren, es wird der Kreis derer, SPD, und es wird der Kreis derer, die somit zusätzlich BAföG-berechtigt sind, erhöht um 110.000. Und das ist nicht gerechnet nach Köpfen, sondern die wirklich dann ein ganzes Jahr lang BAföG bekommen. Ich habe Sie heute früh im Radio gehört, Herr Gehring. Sie haben was ganz Falsches erzählt. Sie haben gesagt, es ist nicht vorstellbar, aber mir schon. Also, Herr Gehring sagte heute früh, 60.000 fallen dann raus. Und das hat mir sogar das Ministerium bestätigt. Gucken Sie sich mal unsere Antwort an. Da steht das nicht drin. Sie haben aufgrund der Prozente versucht zu rechnen. Und Sie haben falsch gerechnet. Eine Drucksache, jeder kann nachlesen, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr uns gegenseitig was zuzurufen. Wir haben die ganzen anderen Dinge. Also die Bedarfssätze für die Studierenden steigen um 7%. Wir erhöhen den Wohnzuschlag auf 250 Euro. Das heißt, für diejenigen Studenten, die maximale Förderung erreichen und auswärts wohnen, erhöht sich das, was sie erhalten, um 9,7%, also fast 10%. Das ist eine Größenordnung. Wenn wir das vergleichen mit anderen sozialen Leistungen, dann ist das wirklich beträchtlich. Wir haben Kinderbetreuungszuschlag, hatten wir gestaffelt, 90 etc. Wir haben es angehoben und für alle Kinder, also egal ob eins oder zwei oder mehr Kinder sind, gleich gemacht, damit Elternschaft und Studium sich besser verbinden lassen. Wir haben die Grenze, was kann man dazu verdienen, für die BAföG-Empfänger erhöht und damit auch wirklich die Möglichkeit, dass das, was im Sozialversicherungsrecht inzwischen geändert wurde, dass das voll zum Nutzen der Studenten sein kann. Wir haben den Vermögensfreibetrag erhöht, also die Autogeschichte ist wieder in Ordnung. Wir haben etwas, was die Studenten lange wollten, die Studierenden, die Förderungslücke, die zwischen Bachelor und Master lag, geschlossen. Das waren also Härten, das waren Dinge, die wirklich echt getroffen haben und die den Studierenden wichtiger waren als Bedarfssätze erhöhen, jedenfalls nach dem, was wir bisher immer diskutiert haben. Und, meine Damen und Herren, wir haben die Internationalität des BAföG weiter gestärkt.
Das betrifft sowohl die Ausweitung der Förderungsberechtigung für Auszubildende im europäischen Ausland als auch für nichtdeutsche Auszubildende. Und ein Punkt ist mir besonders wichtig, und an der Stelle bin ich auch dem Innenminister, Herrn de Maizière, sehr verbunden, bin ich sehr froh, dass wir uns, das war unser gemeinsamer Wunsch, darauf verständigen konnten, dass diejenigen, die aus geduldet bei uns leben oder aus mit humanitären Aufenthaltstiteln bei uns leben, nicht wie bisher 4 Jahre Fristen haben, bevor sie berechtigt sind, wenn sie dann in diese Richtung gehen, sondern bereits nach 15 Monaten. Das denke ich. Wir machen höhere Abschlagszahlungen. Das ist auch wichtig. Manchmal dauert das ja eine Weile, bis dann entschieden ist, wie ist genau die BAföG-Höhe, höhere Abschlagszahlungen. Und wir haben vorgesehen oder im Gesetz gefasst, dass die Länder ab dem 1. August 2016 sichern, dass flächendeckend elektronische Antragstellung wichtig ist. Und meine Damen und Herren, das ist ja gerade für Studierende ein Witz, wenn die nicht elektronisch, die alles digital etc. erledigen. Das wird dann ab 1. Januar 2016 auch für Studenten sehr, sehr wichtig sein. Jetzt haben wir hier einen Antrag vorliegen von Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben sich, Sie haben in diesem Antrag uns attestiert, ich zitiere, dass wir begrüßenswerte Schritte in den zentralen Aspekten des BAföG getan haben. Aber dann kommt es, mehr Forderungen. Also natürlich mehr Prozente bei allen, ne? Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das heißt, alles Vollfinanzierung, den Kreis ausweiten, lebenslang etc. BAföG. Das heißt, wir haben hier eine sozusagen, ich finde auch ein bisschen lieblos, eine Aneinanderreihung von Forderungen, was man alles mehr hätte zahlen können. Und was ich besonders traurig finde, ist, keinerlei Konkretisierung, wie stellt man sich das vor, was wünscht man sich denn anders, sondern es mündet alles, also keine seriöse Konkretisierung dessen, was man beabsichtigt, sondern all diese 2 Seiten münden dann in dem Prüfauftrag an die Bundesregierung, ich zitiere, die Bundesregierung soll Vorschläge unterbreiten, wie das BAföG überarbeitet werden kann. Das ist die Quintessenz des Antrags der Grünen. Und genau das haben wir an dieser Stelle vorgelegt. Und meine Damen und Herren, das ist etwas, was, so kann man Opposition kann man unterschiedlich auffassen. Man kann versuchen, mitzugestalten, konstruktiv, oder aber man mäkelt einfach oppositionell und summiert Forderungen auf, Wünsche. Und dass Sie sich in diese letzte Richtung begeben haben, das finde ich für die Grünen ein bisschen schade. Ich glaube, Sie können es besser. So. Und dann kommt ein Punkt, den werden wir nachher in jeder Rede hören. Dann kommt der Punkt, dass gesagt wird, ja, sind richtige Schritte in der BAföG-Reform, ist ja auch ein Riesenpaket. Ist ja auch ein Riesenpaket. Sind ja insgesamt ab 16 fast 2 Milliarden. Übernahme plus Novelle. Es ist ein Riesenpaket, gab es in dieser Größenordnung überhaupt noch nicht. Und dann wird gesagt, ja, das Allerschlimmste ist, dass das nicht schon 2015 in Kraft tritt, sondern erst 2016. Das ist total verständlich. Das sagt jeder Studierende, das sagen die Eltern der Studierenden, ist doch klar. Es gibt sozusagen etwas Schönes, was sehr viel mehr Geld bringt, was sehr viele mehr unterstützt. Da wünscht man sich so schnell als möglich, am besten übermorgen. Aber das können Sie nicht. Das können Sie nicht als Grüne sagen. Sie sind mittlerweile, das kann sich jeder wünschen, das ist klar. Aber Sie können das nicht als Grüne sagen. Sie sind mittlerweile in 7 Landesregierungen. Ihr Pech. Sie sind also in diesen Landesregierungen. Und diese Bundesländerregierungen haben über Jahre nicht zugestimmt, dass wir eine BAföG-Novelle erarbeiten, haben das abgelehnt. Ich war dabei. Und deswegen ist das eine wirklich, aus Sicht der Grünen, nicht aus Sicht der betroffenen Studierenden, ist das wirklich eine populistische Forderung. Ja, meine Damen und Herren, Sie könnten jetzt auch noch sagen, okay, wir können das ab 2015 machen. Wir haben diese 825 Millionen ab 2015. Falls die Bundesländer sagen, okay, der Bund soll das BAföG erst zu 100% ab 1. Juli nächsten Jahres übernehmen, dann könnte man das machen. Aber Politik beginnt beim Betrachten der Wirklichkeit. Und wir haben uns mit den Ländern verständigt. Und wir haben eine Win-Win-Situation. Und deswegen haben wir in der Koalition gesagt,
Wir akzeptieren das so. Das ist gut für die Bundesländer, das ist gut für die Studierenden. Und wir starten einvernehmlich die Novelle im Jahr 2016. Und zusammenfassend kann man sagen, dass wir mit dieser dauerhaften und vollen Übernahme des BAföG durch den Bund, glaube ich, in der langen Geschichte des BAföG, Herr Rossmann, Geschichte schreiben, dass wir ein beispielloses Volumen haben für dieses Reformpaket, dass wir die Ausbildungsförderung dadurch dezidiert weiter stärken, dass wir verlässlich sind und dass wir viel tun für Bildungsgerechtigkeit in dieser Bundesrepublik Deutschland. Und ich glaube, das vorgelegte Gesetz ist so, dass Sie mit gutem Gewissen zustimmen könnten. Danke. Der letzte Satz der Bundesbildungsministerin war ja nur zu logisch, denn es wäre schon wunderlich, wenn sie ihr eigenes Gesetz hier kritisieren würde. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass eine notwendige BAföG-Erhöhung, darüber sind sich ja alle einig, erst in 2 Jahren stattfinden soll. Und darauf wird sicherlich auch Nicole Gohlke von den Linken zu sprechen kommen. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Tausende Studierende warten auf eine BAföG-Erhöhung. Tausende warten, dass sie endlich BAföG beziehen können oder warten und hoffen, dass sie nicht aus der Förderung rausfallen. Tausende warten, dass sie die Mieten in den Unistädten besser bezahlen können. Zahllose Schulen warten darauf, saniert zu werden. Eltern warten auf Kitaplätze und auf Ganztagsschulen und Lehrerinnen und Lehrer warten auf kleinere Klassen. Und was macht die Große Koalition? Statt einer schnellen, statt einer unkomplizierten Lösung feilt sie an einem Deal, ja, aus BAföG-Novellierung und Neuregelung des Kooperationsverbots und löst am Ende keins der beiden Probleme. Die Studierenden warten jetzt noch mal 2 Jahre, bis die BAföG-Erhöhung dann endlich mal wirksam wird und kein einziges Problem in keinem einzigen Bildungsbereich ist wirklich und grundsätzlich angepackt und gelöst. Das ist nämlich die Wirklichkeit. Was die Bundesregierung hier macht, ist gerade mal ein bisschen Schadensbegrenzung von dem Schaden, den sie selbst angerichtet hat. Vor 8 Jahren haben Sie sich als damalige Große Koalition selbst die Steine in den Weg gelegt, die Sie jetzt daran hindern, aktiv zu werden. Denn seit der Föderalismusreform von 2006 darf der Bund in der Finanzierung von Bildung nicht mehr mithelfen. Bildung wurde damals in die alleinige Zuständigkeit der Länder übergeben. Und gerade mal im Wissenschaftsbereich blieb gerade mal die Möglichkeit, zeitlich beschränkt einzelne Projekte zu fördern. Und mit der Föderalismusreform 2 haben Union und SPD dann noch eins draufgesetzt auf den Quatsch mit dem Kooperationsverbot, das ja übrigens schon allein als Wortschöpfung eigentlich eine Nominierung als Unwort des Jahres verdient gehabt hätte. Mit der Föderalismusreform 2 haben Sie den Wettbewerb dann noch weiter verschärft, haben nach einem Jahrzehnt Steuersenkungen für Reiche auch noch die Schuldenbremse eingeführt, die den Ländern jetzt die Luft zum Atmen raubt. Und die Folgen dieser Politik kann jeder ganz genau betrachten. Bildung wird kaputt gespart, an Hochschulen werden Fächer und Institute weggestrichen, Mensaessen und Wohnheimmieten werden erhöht, Gebäude verfallen, die Situation des Lehrpersonals wird immer prekärer. Ja, und jetzt liegt hier ein neues Paket vor, das Abhilfe schaffen soll. Der Bund übernimmt die komplette Finanzierung des BAföG. Im Gegenzug sollen die Länder der Lockerung des Kooperationsverbotes zustimmen und die frei werdenden Mittel, die dadurch entstehen, dass der Bund das BAföG übernimmt, die sollen die Länder in die Hochschulen stecken, hat ja auch Frau Wanka gerade ausgeführt. Soweit die Planungen der Großen Koalition. Ja, man denkt zuerst, wenigstens wurden jetzt mal die richtigen Stellschrauben angepackt. Das denkt man zuerst. Aber dann schaut man sich das ganze Konstrukt genauer an und dann stellt man fest, dass Schwarz-Rot, also wenn es hochkommt, die Stellschrauben vielleicht mal locker, aber sicherlich nicht wirklich dreht. Sie weigern sich doch, an die grundsätzlichen Probleme ranzugehen, an die strukturellen Fehlkonstruktionen, an die chronische Unterfinanzierung. Da gehen Sie nicht ran. Das, was die Koalition hier als Meilenstein zu feiern versucht, ist in Wirklichkeit die Fortsetzung einer kurzatmigen und auch einer planlosen Politik, leider eben mit gravierenden Folgen für Schülerinnen und Schüler, für Eltern, für Studierende. Und das ist das Verheerende an der Situation.
Kommen wir doch mal zu den Details. Die Länder sollen jetzt durch die Übernahme der BAföG-Kosten durch den Bund mehr Mittel zur Verfügung haben und sie in die Hochschulen stecken. Aber die Länder setzen die Gelder doch gar nicht so ein, wie es von ihnen geplant wurde. In fast allen Bundesländern, die Angaben zur Verwendung der Gelder gemacht haben, liegen die Beträge, die jetzt zusätzlich in die Bildung gehen sollen, eben niedriger, als es von der Bundesregierung angekündigt wurde. Offensichtlich wird ein Teil der Gelder schlicht dazu verwandt, um die klammen Länderhaushalte zu sanieren. Und einige Bundesländer setzen selbst andere Prioritäten als von der Regierung gewollt. Niedersachsen will jetzt die Gelder lieber in den Kita-Ausbau stecken und Schleswig-Holstein lieber in die Schulen. Und jetzt ist der Aufschrei bei den Hochschulen verständlicherweise groß, denn die finanzielle Not ist angesichts steigender Studierendenzahlen und jahrelanger Unterfinanzierung groß. Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Professor Kempen, nannte die Tatsache, dass die Gelder nun wohl zu einem großen Teil eben nicht bei den Hochschulen ankommen werden, schlicht eine Schweinerei. Und ich kann seine Wut verstehen. Ich kann die Wut verstehen, denn die Koalition hat da Erwartungen geweckt, die sie jetzt gar nicht einhalten kann. Und es ist doch einfach dilettantisch, wenn die Bundesregierung dann auf meine Nachfrage, welche Ländervertreter eigentlich bei dieser Vereinbarung beteiligt waren, antworten muss, dass bis auf den ersten Bürgermeister von Hamburg überhaupt keine Ländervertreter mit am Tisch saßen, sondern dass diese Vereinbarung einzig durch die Koalitionsspitzen im Bund verabredet wurde. Das muss man erst mal hinkriegen, eine Vereinbarung mit den Ländern zu verkünden, an der die Länder nicht beteiligt waren, und sich dann aber ganz empört zu zeigen, dass die Länder einfach Dinge anders entscheiden, als die Große Koalition sich das ausgedacht hatte. Aber mal ganz ehrlich, was ist das eigentlich im Kern für eine traurige Debatte, die wir hier führen müssen? Eine Debatte, in der sich Bundespolitiker mit Landespolitikern darüber streiten, was nun wichtiger ist und wohin das Geld gehen soll. In die frühkindliche Bildung, in die Kitas oder zu den Studierenden in die Unis, in gute Schulen oder in gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. So ein Gegeneinander ausspielen von Bildung ist unerträglich. Und wie muss so eine Diskussion bei den Menschen ankommen? Da rügt der Bund die Länder, weil Geld in Schulen investiert wird. Da werde ich als Hochschulpolitikerin in Interviews gefragt, wie schlimm man es findet, wenn Kita-Plätze statt Studienplätze geschaffen werden. Was ist das für eine Frage? Natürlich will man beides. Gute Studienbedingungen an den Unis, genauso wie ich möchte, dass Kitas und Schulen gute Bedingungen haben. Ich finde es armselig, wie diese Regierung hier eine Situation konstruiert hat, in der man sich vor lauter schlecht gemachter Politik entscheiden muss, ob die Bildung der Dreijährigen oder die der 19-Jährigen Vorrang hat. Und dabei wäre die Lösung denkbar einfach, wenn wir dieses absurde Verbot, dass Bund und Länder in der Bildung zusammenarbeiten dürfen, endlich komplett abschaffen würden, hätte sich das Problem erledigt. Der Bund muss die Möglichkeit haben, Bildung direkt zu finanzieren, dann bräuchte es kein Feilschen um Prioritäten und um Zuständigkeiten, dann bräuchte es keine Deals. Und Frau Wanka müsste im Übrigen auch nicht ständig große Ankündigungen machen, für deren Umsetzung sie dann aber gar nicht zuständig ist. Der Bund hätte schlicht und ergreifend Verantwortung. Und Frau Wanka, ich frage mich auch, ob Sie sich Ihre oft wiederholte Aussage, wie sehr Sie die Länder finanziell entlasten, eigentlich noch selbst glauben. Jetzt ist Ihnen offenbar übers Wochenende der nächste Einfall gekommen und Sie fordern, die Länder müssten sich an den DFG-Programmpauschalen beteiligen, sonst stünde gar der Hochschulpakt zur Disposition. Aber die BAföG-Gelder werden doch auch nicht mehr, weil man oft über sie redet. Was Sie da machen, ist nichts anderes, als die Substanz der Hochschulen noch weiter anzugreifen und mit den Perspektiven der jungen Menschen zu spielen. Was die Bundesregierung hier mit ihrem Paket auf den Tisch legt, ist am Ende weder eine zufriedenstellende Lösung für das BAföG, denn angesichts dessen, dass Sie die Erhöhung einfach mal so um 2 Jahre aussitzen, scheinen Sie die Lebensrealität der Studierenden nicht so richtig vor Augen zu haben. Noch präsentieren Sie hier eine Lösung für die Finanzierung von Bildung insgesamt. Das hätten aber alle, die Studierenden genauso wie die Schülerinnen und Schüler und wie die Kita-Kinder, verdient. Vielen Dank. Nicole Gohlke, die haushaltspolitische Sprecherin der Linken, mit ihrer Abrechnung zu diesem Gesetzentwurf. Erste Lesung, Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, auch bekannter als BAföG.
Und der nächste Redner ist der Fraktionschef der SPD, Thomas Oppermann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich erstmal bei Bundesministerin Wanka bedanken und bei den Bildungspolitikern der Koalitionsfraktion, allen voran Hubertus Heil und Ernst-Dieter Rossmann, dafür, dass es gelungen ist, diesen Gesetzentwurf so zügig zu beraten. Wir erhöhen heute das BAföG, wir stärken die Bildungsfinanzkraft der Länder und wir lockern das Kooperationsverbot. Das ist ein großer Schritt nach vorne in der deutschen Bildungspolitik. Wenn Sie sich fragen, warum ich als Fraktionsvorsitzender in der ersten Lesung dieses Gesetzes hier reden darf, dann gibt es dafür eine Erklärung. Für uns Sozialdemokraten hat das BAföG eine ganz besondere Bedeutung. Das BAföG wurde 1971 von der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt eingeführt. Und es ist bis heute eines der besten Instrumente, um jungen Menschen durch Bildung und Leistung den sozialen Aufstieg in einer modernen Gesellschaft zu ermöglichen. Generationen von Studierenden haben davon Gebrauch gemacht. Rund 4,5 Millionen junge Menschen wurden bis heute gefördert. Und damit haben sie das zentrale Versprechen der sozialen Marktwirtschaft eingelöst, nämlich dass alle unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen haben müssen für Bildung und Ausbildung und aus ihrem Leben etwas zu machen. In diesem Sinne hat das BAföG lange Zeit unglaublich gut funktioniert. Und seit gestern kann ich Ihnen dafür auch ein ganz prominentes Beispiel nennen. Nach langer Zeit hat Deutschland wieder einen Nobelpreis gewonnen. Der Göttinger Physiker und Max-Planck-Forscher Stefan Hell wurde mit dem Nobelpreis ausgezeichnet für seine bahnbrechenden Forschungen. Forschungen in der Bio-Nanophotonik, in der Lichtmikroskopie. Und Stefan Hell ist eingewandert Mitte der 70er Jahre als 15-Jähriger aus dem rumänischen Banat. Und der musste sich hier erst mal neu orientieren. Und er hat als Schüler BAföG bekommen. Daran können Sie sehen, meine Damen und Herren, wie weit es BAföG-Empfänger bringen können. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Professor Hell auch von hier die besten Glückwünsche zu übermitteln. Mit seiner Auszeichnung, ist eine große Ehre für den gesamten Wissenschaftsstandort Deutschland. Dabei war die Wirkung des BAföG keineswegs auf die finanziellen Wirkungen beschränkt, denn es gab nicht nur finanzielle, sondern es gab immer auch kulturelle Barrieren beim Hochschulzugang. In vielen Arbeiter- und Nicht-Akademikerfamilien wurde es oft nicht als statthaft angesehen, Abitur zu machen oder sich gar auf ein Studium einzulassen, nach dem Motto, da gehören wir nicht hin. Das BAföG hat dagegen eine ganz andere Botschaft gebracht. Ihr seid hier willkommen. Und euch wird geholfen, wenn ihr Hilfe braucht. Das hat vielen Eltern die Angst vor einem Studium ihrer Kinder genommen. Und das war für viele junge Menschen die Tür für eine Hochschulbildung. Hat sich dadurch die Tür für eine Hochschulbildung geöffnet. Und ich muss sagen, kaum etwas anderes hat unsere Gesellschaft so positiv verändert wie diese unglaubliche Bildungsexpansion seit den 70er Jahren. Vor der Einführung des BAföG war das Studium nur ganz wenigen Auserwählten vorbehalten. Ende der 60er Jahre hatten wir etwa 300.000 Studierende. Die Akademikerquote lag bei 5%. Damit wäre Deutschland heute bei weitem nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber mit der Einführung des BAföG hat sich das schnell geändert. Die Anzahl der Studierenden hat sich innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Heute haben wir 2,6 Millionen Studierende, so viel wie noch nie
zuvor. Diese gewaltige Bildungsexpansion hat unser Land ökonomisch und sozial von Grund auf verändert. Sie hat gut ausgebildete Fachkräfte und kaufkräftige Mittelschichten und den damit verbundenen Wohlstand hervorgebracht. Damit hat das BAföG unsere Gesellschaft nicht nur sozial gerechter und durchlässiger gemacht, sondern es hat auch ganz maßgeblich beigetragen zur Modernisierung unserer Volkswirtschaft. Ohne Bundesausbildungsförderung wäre die Entwicklung unseres Landes zu einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft so nicht gelungen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es richtig, dass wir diese Erfolgsgeschichte des BAföGs jetzt weiterschreiben. Frau Wanka hat berichtet, was wir tun. Wir erhöhen die Freibeträge und die Bedarfssätze um 7%. Mich freut besonders, dass es dadurch gelingt, durch die Erhöhung der Bedarfssätze, dass wir zusätzlich 100.000 jungen Menschen die Förderung durch BAföG erlauben. Das ist eine ganz gezielte Förderung an Kinder aus den Mittelschichten, die jetzt stärker gefördert werden. Und auch beim Meister- und Schüler-BAföG werden die Bedarfssätze angepasst. Wer über BAföG redet, sollte nicht unerwähnt lassen, dass 150.000 junge Menschen an Berufsschulen mit BAföG gefördert werden, um sich auf ein Fachabitur, ein Wirtschaftsabitur oder Sonstiges vorzubereiten und möglicherweise dann eine Ausbildung oder ein Studium zu ergreifen. Insgesamt ist das die größte BAföG-Anhebung seit 2008. Und indem wir den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitern, erhöhen wir für viele die Bildungschancen. Das ist auch notwendig, meine Damen und Herren. Denn Bildung, Ausbildung, Studium und Weiterbildung sind nach wie vor der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Ein Blick auf den Arbeitsmarkt belegt das. Die Arbeitslosenquote für Akademiker liegt bei ungefähr 2,5%. Das ist praktisch Vollbeschäftigung. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einer Ausbildung liegt sie bei 5% und bei Ungelernten liegt sie bei 19-20%, meine Damen und Herren. Und das Letzteres muss uns natürlich Sorgen machen. Fast 1,5 Millionen der 20- bis 30-Jährigen haben in Deutschland keinen Schulabschluss. Sie werden keine Ausbildung machen können. Die können wir mit BAföG nicht erreichen. Da müssen wir andere Angebote machen. Aber wir können heute schon dafür sorgen, dass in Zukunft alle einen Schulabschluss machen und alle eine Berufsausbildung machen. Und dafür ist diese BAföG-Reform der erste Schritt. Denn wir beschränken uns nicht auf eine BAföG-Erhöhung, sondern wir machen eine Reform mit einem Doppeleffekt. Erstens bekommen die aktuell geförderten Studierenden mehr Geld und wir erweitern den Kreis der Geförderten. Aber zweitens entlasten wir die Länder durch die BAföG-Kosten um 1,17 Milliarden Euro. Diese Entlastung durch den Bund führt dazu, dass die Länder in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden Euro mehr für Bildung zur Verfügung haben, für Kitas, Schulen und Hochschulen. So ist es verabredet, meine Damen und Herren. Und wir werden genau darauf achten, dass diese frei werdenden Mittel auch tatsächlich in die Bildung investiert werden. Ich hoffe sehr, dass die Länder jeden Cent dieser frei werdenden Mittel in die Bildung investieren, in die frühkindliche Bildung stärken. Denn die Qualität von Kitas und Grundschulen hat ganz großen Einfluss darauf, wie sich Sprache, Intelligenz und Kreativität bei jungen Menschen entwickeln. Viel zu lange haben wir auf den frühen Stufen des Bildungssystems, wo am stärksten über die Chancen entschieden wird, das wenigste Geld ausgegeben. Das werden wir jetzt ändern, meine Damen und Herren. Mit dieser Reform können wir dafür sorgen, dass junge Menschen, die heute noch weit von BAföG entfernt sind, an BAföG herangeführt werden durch einen guten Schulabschluss. Erstmals in Deutschland haben wir genauso viele Studierende wie junge Menschen im dualen System, meine Damen und Herren. Aber das bedeutet nicht, dass
die Berufsausbildung in Zukunft weniger wichtig wird. Ganz im Gegenteil. Die ganze Welt beneidet unsere Wirtschaft um ihre Facharbeiter, für das, was sie heute können, vor allem aber dafür, was sie morgen können werden, wie entwicklungsfähig sie sind. Das spüren wir gerade in der durch Vernetzung und Digitalisierung sich rasch verändernden Produktion. Stichwort Industrie 4.0. Wir brauchen Ingenieure, aber wir brauchen auch exzellent ausgebildete Facharbeiter und Techniker. Das ist wichtig, meine Damen und Herren. Deshalb werden wir nicht zulassen, dass die berufliche Bildung und die akademische Bildung gegeneinander ausgespielt werden. Wir werden dafür sorgen, dass auch der Weg über die berufliche Bildung immer attraktiv bleibt und keine Sackgasse wird. Wir haben die Allianz für Aus- und Weiterbildung. Wir werden das Meister-BAföG in dieser Legislatur noch deutlich reformieren und verbessern. Ich bin dafür, meine Damen und Herren, dass wir beide Bildungswege gleich wertschätzen und fördern, weil wir beide brauchen, um unsere industriellen Vorteile voll zu nutzen und auszubauen. Lassen Sie uns daran arbeiten. Vielen Dank. Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionschef, der hier vor allem am Anfang seiner Rede längere Zeit brauchte, um das BAföG-System erst einmal ausführlich zu loben, 1971 unter einer SPD-Regierung eingeführt. 2,6 Millionen Studierende haben wir, 666.000 bekommen das BAföG. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass 2 Millionen es nicht bekommen. Nächster Redner Kai Gehring, der hochschulpolitische Sprecher der Bündnisgrünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Koalition ist selbstzufrieden, die Studierenden, Schülern und Eltern, die können es aber nicht sein. Als Arbeiterkind sage ich sehr klar, das BAföG ist Chancengerechtigkeits- und Bildungsaufstiegsgesetz. Und deswegen hat es deutlich mehr verdient als das, was Sie hier als Koalition heute vorlegen. Und Herr Oppermann, es ist enttarnend, dass Sie vor allem über die letzten 40 Jahre referiert haben und weniger darüber, was diese jetzige Novelle bringt. 4 Jahre ohne BAföG-Reform haben die Ausbildungsfinanzierung für Studierende und Schüler schlichtweg geschwächt. Und in Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie als Koalition ja dann das BAföG noch glatt vergessen. Wie peinlich war das eigentlich? Und nun hat die Regierung doch noch erkannt, dass sie beim BAföG nicht untätig bleiben darf. Mit dieser 25. BAföG-Novelle widmet sich die Bundesregierung sicherlich vielen Baustellen. Sie geht diese aber nur überaus halbherzig an. Und alle Änderungen, das muss man ja hier 2014 sagen, sollen erst in 2 Jahren, also Ende 2016, greifen. Beides ist enttäuschend. Das bedeutet, weil Sie als SPD und Union nicht zügig handeln, werden allein in den nächsten 2 Jahren 60.000 junge Menschen aus dem BAföG-Berechtigtenkreis herausrutschen. Und Frau Wanker, wir Grüne können Grundrechenarten und wir überstehen damit jeden Faktencheck. Die 60.000 Studierenden, die sind ja noch tief gestapelt, weil 2011, 2012, 2013, 2014, da gab es auch keine BAföG-Reform. Und da gab es auch eine Preisentwicklung, eine Inflation und eine Einkommensentwicklung. Das heißt, da sind noch ein paar Tausend mehr rausgerutscht. Und dass jetzt wir hier von Generationen sprechen, die zwischen 2010 und Ende 2016 dann keine BAföG-Reform bekommen, also 12 Semester, ohne dass sich irgendwas ändert, sondern Nullrunden verordnet kriegen, das verletzt Chancengerechtigkeit, das ist ein Rückschlag für Studierende und Eltern, das können wir nicht hinnehmen. Sie, Frau Wanker, verhängen der jungen Generation jetzt 2 weitere BAföG-Nullrunden. Und das muss heute so klar ausgesprochen werden. Und damit verzögern Sie nicht nur die überfällige soziale Öffnung der Hochschulen, Sie handeln auch in Zeiten des Fachkräftemangels auch ökonomisch kurzsichtig. Ihre BAföG-Novelle bringt zu wenig und sie kommt viel zu spät. Laut Novelle wird der Bund in 3 Monaten ab dem 01.01.15 für das BAföG allein zuständig sein. Das heißt, Sie als Bundesregierung können sich ab sofort nicht mehr hinter den Ländern verstecken,
sondern das BAföG im Alleingang ändern. Und es gibt deshalb keinen Grund, Studierenden und Schülern weitere Warteschleifen zu verordnen. Statt eines kleinen Wurfs 2016 brauchen die nämlich sofort ein höheres und besseres BAföG. Sie müssen klotzen statt kleckern. Das BAföG soll zum Leben reichen und Studieren finanzieren. Und es soll insbesondere denjenigen zum Studieren ermuntern, deren Eltern wenig verdienen, deren Eltern nicht studiert haben oder eine Einwanderungsgeschichte haben. Und dafür brauchen wir eine Studienfinanzierung, die deutlich höher, weniger bürokratisch, Bologna-gerechter und familiengerechter ist. Und auch wenn der Regierungsentwurf dazu einige Schritte enthält, fragen wir uns schon, warum einige wesentliche Punkte fehlen. Warum erhöhen Sie den Kinderzuschlag für BAföG-berechtigte Eltern erst in 2 Jahren? Warum ermöglichen Sie keine Teilzeitförderung? Warum erhöhen Sie die Förderdauer für Studierende nicht, die Angehörige pflegen? Und warum sperren Sie sich gegen den grünen Vorschlag eines Weiterbildungs-BAföGs, anstatt endlich gezielt in das lebenslange Lernen zu investieren? Warum halten Sie auch an diesem ungerechten Prestigeprojekt und letztlich Ladenhüter Deutschlandstipendium fest, anstatt auch diese Mittel zu nehmen und endlich ins BAföG zu investieren und für Bildungsaufstieg was zu tun? All diese Punkte könnten Sie doch jetzt in Ihrer Novelle angehen. Es darf nicht sein, dass nach der teuren Rentenreform die junge Generation das Nachsehen hat. Bei der Rente zügig geklotzt, beim BAföG langsam gekleckert, das ist weder Chancen- noch generationengerecht. Ich will Ihnen noch zu 3 zentralen Punkten etwas sagen, wo wir als Grüne auch Alternativen zur Regierung vorgelegt haben. Denn wer das BAföG substanziell verbessern will, muss den Fördersatz für Studierende und Schüler deutlich steigern und auch die Freibeträge deutlich höher schrauben, damit eben das Mittelschichtsloch im BAföG nicht weiter wächst, sondern endlich wieder die Zahl der BAföG-Berechtigten. Ich sage Ihnen das nochmal, wenn Sie als Koalition in 2 Jahren die BAföG-Sätze um 7% erhöhen, dann ignorieren Sie die Preis- und Einkommensentwicklung, dann surfen Sie unter der Inflation durch. Ihre Erhöhung klingt gut, hält mit der Inflation aber keinesfalls Schritt. Das heißt, 2010 war BAföG mehr wert, als es 2016 wert sein wird. Und deswegen beantragen wir, Bedarfssätze und Freibeträge müssen um 10% rauf, und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Zweitens. Wir sehen doch, was in den Universitätsstädten los ist, wie schwierig es ist, als Student Wohnraum zu finden. Und wir wollen deshalb auch, dass Wohnkosten angemessen erstattet werden. Für 250 Euro, die Sie hier als Pauschale ansetzen, gibt es in München, Köln oder Hamburg ja wohl kaum eine Studentenbude. Wir wollen die Mietkostenpauschale staffeln und an regionale Durchschnitte anpassen. Die eigene Wohnung ist ein wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit, die gerade für Studierende aus einkommensarmen Elternhäusern leichter zu finanzieren sein muss. Also auch hier dringend verbesserungsbedürftig. Drittens. Mich ärgert es seit vielen Jahren, dass immer wieder viele Jahre und mehrere Studierendengenerationen ins Land gehen, bevor sich beim BAföG etwas tut. Das ist ungerecht und das ist unbefriedigend. Wir fordern Sie daher auf, im BAföG-Gesetz Indizes für eine dynamische, eine regelmäßige und automatische Erhöhung von Fördersätzen und Freibeträgen einzuführen. Die SPD wollte das auch, die CDU offensichtlich nicht. Beim ALG geht's, bei der Rente geht's, sogar bei den Diäten geht's, bei den Studierenden nicht. Also sorgen Sie endlich für eine automatische Anpassung. Dann ist nämlich Schluss mit Regierungswillkür und das bringt mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit ins BAföG. Deshalb sollten Sie diesen Schritt jetzt tun. Meine Damen und Herren, wir stehen am Anfang der parlamentarischen Debatte um die 25. BAföG-Novelle und ich am Ende meiner Rede. Sehr gute Beobachtung. Die neuen Freiheiten, dass der Bund ab 2015 das BAföG allein finanziert. Union und SPD können und müssen sich hier im Hohen Haus einen Ruck geben und die soziale Öffnung der Hochschulen forcieren, statt weiter zu verzögern. Eine echte BAföG-Reform, die geht besser und die geht schneller. Das lesen Sie im grünen Antrag und ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Soweit Kai Gehring und der nächste Redner hier im Bundestag ist Stefan Kaufmann von der Union. Er ist der Obmann und Berichterstatter aus dem Ausschuss.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir reden auch dieser Tage viel über Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen. Gerade vorher hatten wir ein interfraktionelles Gespräch mit der Initiative Arbeiterkind.de, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Anteil der Arbeiterkinder unter den Studierenden zu erhöhen. Für all diese Bemühungen gibt es ein Instrument, ja ein Zauberwort, um das uns viele Staaten beneiden, meine Damen und Herren, das BAföG. Und wir haben es gehört, über 4,5 Millionen junger Menschen, Studierende, Schüler und Meisterschüler, haben bisher von diesem Gesetz profitiert. Eine wahre Erfolgsgeschichte, meine Damen und Herren. Und ich bin Ihnen, lieber Herr Oppermann, wo ist er, dankbar, dass er auch in diesem Zusammenhang nochmals explizit auf die Bedeutung der beruflichen Bildung hingewiesen hat, die uns ja auch in dieser Koalition sehr wichtig ist. Heute freue ich mich jedenfalls, dass wir in erster Lesung über unsere große BAföG-Reform debattieren. Dafür haben wir jahrelang gekämpft und mit der Finanzierungseinigung von Schäuble und Scholz und nicht etwa von Schulz und Scholz, wie hier irritierenderweise bei der letzten Haushaltsdebatte gesagt wurde, können wir einen großen Aufschlag für eine Weiterentwicklung des BAföGs machen. Und dass dies nicht früher geschah, lieber Kai Gehring, ist allein auf die Blockadehaltung der Länder zurückzuführen. Und da sind die Grünen nun mal auch an sehr vielen Regierungen beteiligt, lieber Kai Gehring. Doch, das stimmt und das muss halt auch noch mal gesagt werden. Die Ministerin hat es gemacht. Für meine Partei kann ich sagen, dass dieser große Aufschlag praktisch sämtliche unserer Forderungen enthält. Forderungen, die wir im guten Einvernehmen mit dem Haus in den letzten Jahren bereits eingebracht und angeregt hatten. Und was wird beschlossen, damit es nun auch bei der Opposition wirklich ankommt? Eine kräftige Erhöhung der Bedarfssätze um 7%. Für auswärts wohnende Studierende steigt der Höchstsatz sogar um fast 10%. Die Freibeträge steigen um 7%. Und es wurde auch gesagt, damit erhöhen wir den Kreis der Geförderten um über 110.000 Studierende und Schülerinnen und Schüler. Der Wohnzuschlag wird um 27 Euro auf 250 Euro angehoben. Die Hinzuverdienstgrenze für Minijobber wird angehoben. Ein Minijobber kann künftig wieder bis zur vollen Höhe von 450 Euro ohne Anrechnung auf das BAföG ausgeübt werden. Die Vermögensfreibeträge für die Studierenden werden auf 7.500 Euro angehoben. Die Kinderbetreuungszuschläge werden vereinheitlicht und auf 130 Euro für alle Kinder angehoben. Und die Förderungslücke, ganz wichtig, zwischen Bachelor- und Masterstudium wird geschlossen, zum Beispiel indem wir den Zeitpunkt der Notenbekanntgabe als Studienabschluss definieren. Zudem wird in Umsetzung der EuGH-Entscheidungen die Förderungsfähigkeit für Ausbildungen im Ausland erhöht und die Vorabzahlungen bei einer verzögerten Antragsbearbeitung werden auf 80% des zustehenden Bedarfs erhöht. Und was für mich ganz besonders wichtig war, sind die Vereinfachungen, Stichwort Entbürokratisierung, weniger Leistungsnachweise und vor allem das Thema elektronische Antragstellungen. Dafür habe ich mich auch persönlich besonders eingesetzt, denn es sollte im Jahr 2014 möglich sein, dass Anträge nicht nur in Papierform abgegeben werden können. Und wie bei einer Steuererklärung auch, sollte zumindest das Angebot einer Online-Bearbeitung gemacht werden. Das hat im Übrigen viele Vorteile, sowohl für die Studierenden wie auch für die Ämter, beispielsweise durch die sofortige Fehlerkorrektur, wenn etwas falsch ausgefüllt wurde. Und deshalb werden wir die Länder mit diesem Gesetz verpflichten, alle Länder bis zum 1. August 2016 eine elektronische Antragstellung zu ermöglichen. Und dies ist mehr als überfällig. Und aus vielen Gesprächen mit Studierenden und auch Besuchen in BAföG-Ämtern weiß ich, wie wichtig auch gerade diese nicht monetären Punkte bei dieser BAföG-Reform sind, die wir in unserer Novelle anpacken. Denn was nützen 10 Euro mehr im Monat, wenn ich weg von zu Hause zunächst monatelang auf meine erste Überweisung warten muss oder in der Prüfungsphase auf einmal der BAföG-Anspruch endet? Zusammenfassend wird diese große BAföG-Reform von Union und SPD zu massiven Verbesserungen für die Studierenden und bei der Chancengerechtigkeit in Deutschland führen. Und darüber hinaus, auch das haben wir gehört, wird mit diesem Gesetz der Bund bereits ab 1. Januar 2015 die BAföG-Kosten zu 100% übernehmen. Und in dieser Alleinzuständigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen des Bundes, liegt eine große Chance. Zum einen wird es zukünftig keine Zustimmungspflicht der Länder und damit eben auch keine Blockademöglichkeit mehr geben.
Der Bund kann künftig diese wichtigste Säule der Studierendenförderung in Deutschland in Eigenregie weiterentwickeln. Und diese Entflechtung der Zuständigkeiten ist ein enormer Gewinn und vorbildhaft für so manches verschränkte Politikfeld in unserer föderalen Ordnung. Und zum anderen liegt die große Chance in der unglaublich hohen Summe, die damit den Ländern ab Januar nächsten Jahres für den Bildungsbereich zusteht. Wir haben es gehört, 1,17 Milliarden Euro jährlich und das dauerhaft. Und jetzt können die Länder, die verfassungsrechtlich für Bildung zuständig sind, zeigen, wie viel sie tatsächlich für die Bildung an Schulen und Hochschulen übrig haben. Viele Länder, etwa Bremen, Hessen oder Bayern, wollen die Mittel ja vereinbarungsgemäß für Schulen und Hochschulen verwenden und nicht für Kitas, Herr Oppermann. Andere Länder dagegen liebäugeln mit Kita-Förderung oder der Haushaltskonsolidierung. Und dabei wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, dass die Länder endlich die lange stagnierende Grundfinanzierung der Hochschulen erhöhen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, dem Lamento der letzten Jahre auch Taten folgen zu lassen. Und mit den frei werdenden Mitteln könnte theoretisch an jeder Universität und jeder Fachhochschule in Deutschland der Grundetat auf einen Schlag um 5% erhöht werden. Alternativ wäre auch eine Länderbeteiligung oder sagen wir eine Zusatzfinanzierung der Länder bei der Programmpauschale wünschenswert. Bisher schlagen sich die Länder aber hier leider in die Büsche. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Mit diesem Gesetz, das wir heute in erster Lesung debattieren, werden also hohe Summen für Bildung frei und die Länder bekommen den Ball ins Spielfeld. Und jetzt sind Sie am Zug und können, ja, müssen massive Verbesserungen für die Schulen und Universitäten in Deutschland umsetzen. Ich bin gespannt und hoffnungsvoll, was diesen Punkt angeht. Und jetzt noch ein Wort zum BAföG-Antrag der Grünen, der uns vorliegt. Ist ja begrüßenswert, dass Sie sich auch Gedanken machen über das BAföG, liebe Kollegen, aber Ihre Forderungen zeigen wenig Weitsicht. Sie fordern die Trennung der Gesetzgebungsverfahren zum 25. BAföG-Änderungsgesetz und zur Verfassungsänderung bei 91b. Und warum? Weil Frau Löhrmann von den Grünen in NRW dies eine Erpressung genannt hat. Frau Bauer in Baden-Württemberg, das wissen Sie sehr gut, sieht es ganz anders. Sie begrüßt unseren Gesetzentwurf ausdrücklich. Mal hü, mal hot, so sind die Grünen derzeit von einer konstruktiven Opposition leider weit entfernt. Und dann immer wieder Ihr Ruf, Sie haben es ja gesagt, lieber Kollege Gehring, nach Einstellung des Deutschlandstipendiums. Gebetsmühlenhaft. Fakt ist, die Zahl der Stipendien ist im letzten Jahr um 42% gestiegen. Mittlerweile gibt es mehr mit einem Deutschlandstipendium geförderte Studierende als von allen begabten Förderungswerken zusammen. Und für mich sprechen diese Zahlen eine eindeutige Sprache, nämlich die eines erfolgreichen Programms, lieber Karl Gehring. Abschließend möchte ich noch einmal die Gemeinsamkeiten mit dem Koalitionspartner betonen. Wir sind uns hier sehr schnell einig geworden über die Reform und haben wirklich eine substanzielle Reform hier vorgelegt. Und wir zeigen damit, dass wir als Regierungskoalition handeln und umsetzen, so wie es zu Recht erwartet wird. Und bedanken möchte ich mich zuletzt auch noch einmal beim Ministerium, insbesondere bei Ihnen, Frau Ministerin Wanka, bei Herrn Staatssekretär Rachel und auch bei Herrn Schärpers für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit bei dieser großen BAföG-Reform. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, freue ich mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im parlamentarischen Prozess. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Rosemarie Hein für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine lieben Kollegen von der SPD, Sie haben sich vorhin so aufgeregt, als meine Kollegin Nicole Gohlke sich vor allen Dingen auch über die Grundgesetzänderung und den Zusammenhang zum BAföG unterhalten hat. Aber ich bitte Sie, Sie haben doch ein Koppelgeschäft daraus gemacht, nicht wir. Sie haben am 19. September im Bundesrat erst den Ländern die Zustimmung zur Grundgesetzänderung abverlangt und danach kam die BAföG-Entscheidung. Das kann man im Protokoll nachlesen. Und da müssen Sie sich jetzt nicht wundern, dass wir dies auch im Zusammenhang behandeln. Ich bin mir im Übrigen überhaupt nicht sicher, ob der versprochene Nutzen, und das soll ja bei einem Koppelgeschäft so sein, auch tatsächlich eintritt. Aber darüber reden wir morgen noch mal. Dass nun der Bund die Kosten für das BAföG vollständig übernimmt, ist, glaube ich, schon ein richtiger Schritt, endlich.
denn das hätte man sicherlich auch vorher schon machen können. Wir fordern ja auch immer, dass der Bund eine höhere Beteiligung bei der Bildungsfinanzierung macht, also können wir das nicht kritisieren. Dadurch entsteht nun die Möglichkeit, unabhängig von den Ländern eine entsprechende BAföG-Finanzierung durchzusetzen. Aber diese Verantwortung haben Sie jetzt auch. Und dass 7% BAföG-Erhöhung dazu nicht reichen, das, glaube ich, liegt auf der Hand. Und das können Sie eigentlich selber ausrechnen. Ja, es gibt einige Dinge, die Sie mit dieser BAföG-Reform anfassen, einige Lücken, die Sie versuchen zu schließen. Aber es sind bei weitem nicht alle. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob wir schon alle Fallstricke gefunden haben. Zwei will ich zumindest benennen. Lücken, die nach wie vor existieren und die Sie nicht angehen. Da gehört zu einem das Schülerinnen-BAföG dazu, dass nämlich Schülerinnen und Schüler nach der 10. Klasse, die die Möglichkeit haben, eine gymnasiale Oberstufe zu besuchen, wenn sie noch bei den Eltern wohnen, was in der Regel der Fall ist, keine BAföG-Berechtigung haben. Sondern sie müssen im Prinzip den etwas umständlicheren Weg über Berufsfachschulen gehen oder Fachoberschulen. Dort bekommen sie das. Und ich glaube, dass da gerade Familien mit einem geringen Familieneinkommen deutlich benachteiligt werden. Und diese Fehlentwicklung, die es seit Jahren gibt, hätte hier aufgehoben gehört. Das aber tun sie nicht. Und zum Zweiten bleibt offen, wie Sie zum Beispiel solche Berufsgruppen wie die der Erzieherin oder des Erziehers anders behandeln wollen. Vielleicht ist es Ihnen ja nicht bewusst, aber Erzieherinnen und Erzieher müssen, bevor sie diese Ausbildung aufnehmen, zunächst mal eine zweijährige Berufsausbildung zum Sozialassistenten oder zur Kinderpflegerin absolvieren. Das ist in nahezu allen Ländern so. Das heißt, erst nach zwei Berufsausbildungen erhalten Sie den Berufsabschluss, den Sie eigentlich erreichen wollen. Und wenn Sie dann noch auf die Idee kommen, hinterher studieren zu wollen, haben Sie kein BAföG-Anrecht mehr. Auch diese Lücke schließen Sie nicht. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen Fehlstellen, die es in diesem Gesetz nach wie vor gibt und die wir natürlich kritisieren, ganz neben der Höhe und der fehlenden Anpassung in den wichtigen Bereichen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss sich ändern. Wenn wir wollen, dass Bildung ein so wichtiges Gut ist, wenn wir wollen, dass auch Kinder, Jugendliche aus sozial schwierigeren Verhältnissen diesen Weg gehen können, dann müssen wir ihnen diese Finanzierung auch gewährleisten. Und der Ball, liebe Kolleginnen und Kollegen, der liegt nun bei Ihnen von der Koalition. Das können Sie nicht mehr auf die Länder abwälzen. Die Verantwortung haben Sie. Vielen Dank. Rosemarie Hein war das, Sprecherin für allgemeine Bildungspolitik der Linken. Erste Lesung, Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes BAföG. Nächster Redner jetzt von der SPD, Oliver Kaczmarek. Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Grunde macht es Freude, dieser Debatte heute beiwohnen zu können, weil niemand hier im Haus stellt das BAföG grundsätzlich mehr in Frage. Das war nicht immer so. Wir erinnern uns daran, 2005 gab es noch die Ansage, das BAföG abzuschaffen, sei ein erstrebenswertes Ziel. Das hat die SPD in den Koalitionsverhandlungen damals abräumen können. Was für ein Irrglaube war das? Es ist gut, dass wir heute feststellen können, dass BAföG ist ein über die Parteigrenzen und über die gesellschaftlichen Grenzen hinaus anerkanntes Instrument der Bildungsfinanzierung. Und dass wir heute einen weiteren Schritt nach vorne machen können, beziehungsweise beginnen, weil wir verabschieden das Gesetz ja erst zum Ende des Jahres, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, an der viele hier mitgewirkt haben, weil nachdem das BAföG 1998 ja ziemlich auf den Hund gekommen war, nur noch 13% aller Studierenden haben überhaupt BAföG bekommen, ist es unter rot-grüner Zeit gelungen, die geförderten Zahlen zu verdoppeln. In der Großen Koalition 2008 ist es gelungen, einen großen Schluck aus der Pulle nach vorne zu nehmen. Und heute wollen wir an diese Tradition anknüpfen. Das ist ein gemeinsamer Erfolg, dass wir das BAföG hier in dieser Form weiterentwickeln können. Das wichtigste Argument für uns ist, dass das BAföG ein Instrument ist, das Zugänge schafft, das Aufstiegschancen schafft. Denn die Tür zu den Hochschulen, die ist für einige weit weniger geöffnet als für andere. Mehr als 70% der Kinder studieren, deren Eltern einen Hochschulabschluss haben. Bei denen, deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben, sind es nur etwa 25%. Jetzt kann man sagen, vor 50% waren es nur 10%. Aber es wird ja offensichtlich, dass es hier immer noch eine große Chancenungleichheit gibt, an der wir uns bildungspolitisch weiter reiben müssen. Und nur 2/5 der Kinder mit Hochschulreife aus den Nicht-Akademikerfamilien entscheiden sich überhaupt für ein Hochschulstudium. 4/5 bei denen, deren Eltern einen Hochschulabschluss haben, entscheiden sich für ein Studium. Das ist viel selbstverständlicher. Und wer verstehen will, warum das so ist,
warum die Arbeiterkinder, ich nenne sie jetzt mal so, man kann sie auch anders nennen, aber jedenfalls die aus den Familien kommen, die noch nie eine Hochschule von innen gesehen haben, warum entscheiden sich die oft trotz guter Schulleistung gegen ein Studium? Dazu muss man die Lebensrealität, glaube ich, in den Blick nehmen. Denn die Eltern fragen sich, was erwartet eigentlich mein Kind an der Hochschule? Kann ich das finanziell unterstützen oder muss es vielleicht abbrechen, wenn meine finanzielle Unterstützung nicht mehr reicht? Und auch die Kinder fragen sich, was erwartet mich? Können meine Eltern mich unterstützen? Und ich glaube, aus eigener biografischer Erfahrung kann ich das sagen, die schwierigste Frage, die man sich stellt, ist dann, kann man das überhaupt seinen Eltern zumuten, auf vieles zu verzichten, um die eigene Hochschulausbildung zu finanzieren? Und das greift das BAföG auf, indem es eben einen Rechtsanspruch schafft. Einen Rechtsanspruch, der gilt, der Sicherheit gibt und das erleichtert die Aufnahme eines Studiums. Das ist der besondere Wert des BAföGs. Und um wen geht es da? Ich habe mir das mal angesehen, die durchschnittlichen Einkommensgruppen, weil das ja auch ein bisschen dafür sorgt, nochmal klarzumachen, über welche Leute wir hier reden. Die Tochter eines Bäckers, der Sohn eines Wachmanns, die Zwillinge der Arzthelferin, das sind die Berufsgruppen, die beim BAföG mit in die Höchstförderung kommen. Darüber hinaus Schlosser, Elektroinstallateur, Physiotherapeuten, Werkzeugmacher, Rechtsanwaltsgehilfen. Das BAföG wirkt heute bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und das Wichtige ist, dass wir heute diesen und anderen betroffenen Berufsgruppen sagen, ihr könnt euch weiterhin darauf verlassen, dass das BAföG eine verlässliche, solide Finanzierung für das Studium eurer Kinder bleibt. Und deswegen sage ich auch ganz bewusst, es gibt viele Instrumente der Studienfinanzierung, die alle ihren Platz haben, aber keines erreicht so viele begabte junge Menschen und keines sorgt für so viel sozialen Ausgleich wie das BAföG. Deswegen bleibt es aus unserer Sicht das wichtigste Instrument der Studienfinanzierung und genießt zu Recht die höchste politische Aufmerksamkeit. Und mit dieser 25. Novelle entwickeln wir das BAföG mutig weiter. Ich glaube, da kann man gar nicht dran vorbeikommen. Die finanziellen Rahmenbedingungen werden sich substanziell verbessern. Ich glaube, man muss das noch mal sagen. 7% Erhöhung bei den Bedarfssätzen, 7% Erhöhung bei den Freibeträgen. Das ist schon ein größerer Schluck aus der Pulle. Das ist nicht nichts, wie das hier von einigen dargestellt wird. Denn wir mobilisieren damit 1,2 Milliarden Euro jährlich schon ab dem nächsten Jahr durch die Bundesübernahme im Bundeshaushalt. 1,2 Milliarden Euro. Und Frau Ministerin, ich glaube, dass der Wert der Übernahme durch den Bund sich auch darin ausdrückt, dass wir eben dieses Schauspiel, was wir teilweise in den vergangenen Jahren erlebt haben, wer macht einen Vorschlag, wer antwortet auf einen Vorschlag, wer scheinbar in einer Blockadehaltung ist, dass wir uns das einfach schenken können. Die Bundesübernahme bietet die Chance für die Repolitisierung des BAföG, und zwar hier im Plenum des Deutschen Bundestags. So sollten wir es dann auch behandeln. Und wir mobilisieren 825 Millionen Euro jährlich für die Erhöhung und für die strukturelle Modernisierung ab dem Jahr 2016. Das sind 2 Milliarden Euro pro Jahr, die im Bundeshaushalt mobilisiert werden. Und wenn man da vom kleinen Wurf spricht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man nur einen ganz schmalen Bezug zur politischen Realität. Und ich will das auch noch einmal aufgreifen, weil mich das natürlich auch geärgert hat mit den angeblich 60.000 Menschen, die da aus der Förderung rausfallen. Ich will mal kurz fachlich werden, damit weiß nicht, ob das zu viel ist, aber es geht darum, Sie haben einfach eine falsche Bezugszahl gewählt, Sie haben die Jahresfallzahlen gewählt, die Jahresdurchschnittszahl wäre die, die zu anzuwenden wäre. Damit ergibt sich eine wesentlich geringere Fallzahl. Und das Eigentliche, das Wichtige ist doch, wenn Sie erreichen wollen, dass niemand aus der Förderung rausfällt, ich sage mal, Lohnerhöhung, Beförderung und solche Dinge gibt es immer, das sind Wechselfälle des Lebens, die können Sie auch mit dem BAföG-Gesetz nicht verhindern. Und das sind ja Mini-Förderungen, das sind ja kleine Förderungen, das sind ja nicht die Höchstfördersätze. Sie müssen dafür sorgen, dass die Kurve der Nettoeinkommen nicht sich schneidet mit der Kurve der Freibeträge. Aber ich will Ihnen sagen, das, was Sie eigentlich machen, das, was ich unredlich finde, ist, dass Sie den Eindruck erwecken, bis in die Mitte der Studierendenschaft hinein, bis 2016 fliegen wir aus dem BAföG raus, vielleicht sogar mit dem Höchstfördersatz, was mit der Realität und Ihren kruden Berechnungen leider nicht zu belegen ist. Wir wollen das BAföG moderner machen. Das BAföG soll sich der Lebenswirklichkeit der Studierenden annähern. Studieren geht heute anders als zu meiner und zur Zeit vieler anderer, die hier sitzen. Ich nenne nur das Stichwort Bologna-Reform. Das muss sich im BAföG niederschlagen. Und wir verlegen deshalb unter anderem das formale Ende des Bachelorstudiums nach hinten, die Zulassung zum Masterstudium nach vorn. Und das sind Schritte, die den Studienalltag an der Brücke zwischen Master- und Bachelorstudium konkret verbessern werden. Das ermöglicht Studierenden die Konzentration auf den Studienabschluss eben, ohne die Angst zu haben, dass mittendrin die Förderung abbricht.
Wir ermöglichen nicht deutschen Auszubildenden, früher einen BAföG-Antrag zu stellen. Ich glaube, wir gehen über das, was das EuGH uns in der Form aufgetragen hat, sogar noch ein Stück hinaus, indem wir es bis auf 15 Monate, die Voraufenthaltsdauer vielmehr, senken. Und wir erhöhen die Abschlagszahlungen. Das sind alles Erfolge. Das sind alles Erfolge, die zeigen, dass BAföG, das muss sich am Leben der studierenden Menschen messen lassen. Und ich will ausdrücklich sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt die Lebenswirklichkeit mit dem BAföG, natürlich glaube ich, das nicht eins zu eins abbilden können. Welches Gesetz könnte schon die Lebenswirklichkeit eins zu eins abbilden? Aber wir kommen ihr mit dieser Novelle einen deutlichen Schritt näher und modernisieren das BAföG, so wie es beim Studium auch notwendig ist. Die parlamentarischen Beratungen beginnen. Wir müssen sie sorgfältig führen. Was sagen die Experten zu unseren Vorschlägen? Wo müssen wir vielleicht auch noch mal drüber nachdenken? Das ist ja alles wichtig. Der SPD ist dabei besonders wichtig. Die Betroffenen selbst müssen auch zu Wort kommen. Das haben wir auch bei der Expertenauswahl für die Anhörung entsprechend berücksichtigt. Und wir nehmen die Vorlage, die die Bundesregierung uns gegeben hat, auf. Die ist gut. Aber es gilt auch bei diesem Gesetz, das strukturelle Gesetz, wenn wir es verbessern können, dann wollen wir es auch gerne tun. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin in dieser Debatte kommt von den Bündnisgrünen. Katja Dörner ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Einführung des BAföGs war ohne Zweifel eine großartige Leistung, aber sie ist mittlerweile auch 40 Jahre her. Und wir reden heute darüber, was für die Zukunft geplant ist. Und bei dem, was für die Zukunft geplant ist, da ist die große Selbstbeweihräucherin, die wir hier seitens der Koalition erleben, wirklich nicht angemessen. Über was reden wir heute? Wir reden darüber, dass Studierende weitere 2 Jahre keine BAföG-Erhöhung bekommen werden. Wir reden darüber, dass die Große Koalition den Studierenden weitere 2 Nullrunden verordnet. Und wir reden darüber, dass in Deutschland von 2010 bis 2016 keine BAföG-Erhöhung geben wird. Und ich finde, das ist kein Grund zu jubeln. Fakt ist, 6 Jahre lang soll das BAföG nicht erhöht werden. Und in den 4 Jahren seit 2010 hat sich die Kaufkraft der Studierenden deutlich verschlechtert. Der BAföG-Höchstsatz von 670 Euro monatlich aus dem Jahre 2010, der ja auch heute noch der Höchstsatz ist, ist heute faktisch nur noch 626 Euro wert. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, vor allem die Mieten und die Nebenkosten. Und deshalb ist es ganz einfach, die Studierenden haben keine weiteren 2 Jahre Zeit. Die BAföG-Erhöhung ist längst überfällig, sie muss unmittelbar kommen und sie darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Bundesregierung zeigt leider wenig Herz für die jüngere Generation. Und sie ist nicht bereit, für die Jüngeren wirklich Geld in die Hand zu nehmen und in die Zukunft zu investieren. Und das sieht man, wenn man die mickrigen 6 Milliarden, die es insgesamt in 4 Jahren zusätzlich für Bildung geben wird, mit den Ausgaben für die Mütterrente und die Rente mit 63 vergleicht. Ganz klar, sage ich auch hier eindeutig, ich gönne jedem und jeder mehr Rente und die Rentenerhöhung. Das sage ich gerade, wir spielen niemanden gegeneinander aus, aber das Verhältnis stimmt nicht. Das Verhältnis von 1 zu 5 in dieser Legislaturperiode zwischen Bildung und Rente, das ist das, was absolut nicht geht und das zeigt, dass die Bundesregierung nur kurzsichtig handelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung zeigt kein Herz für die jüngere Generation, und das sieht man eben auch an dieser BAföG-Reform. Die Verbesserungen für die Rentnerinnen und Rentner, die kamen sofort. Auch unsere Diätenerhöhung war schwuppdiwupp möglich. Aber die Studierenden sollen bitte schön mal noch 2 Jahre warten, weil es sonst nicht klappt mit der Haushaltskonsolidierung. Das finde ich den Studierenden gegenüber einfach absolut unfair. Wir als Grüne akzeptieren nicht, dass gerade die Studierenden den Kopf hinhalten sollen, damit Schäuble seinen Haushalt konsolidieren kann. Deshalb noch mal ganz klar, die BAföG-Reform muss jetzt kommen.
Und die Erhöhung, sie muss den Anstieg der Nettoeinkommen auch vollständig widerspiegeln. Das heißt, statt einer 7-prozentigen Erhöhung von Freibeträgen und Bedarfssätzen ist eine 10-prozentige Erhöhung absolut notwendig, damit die Studis trotz der Erhöhung nicht faktisch weniger in der Tasche haben als 2010. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Hubertus Heil hat in einem Brief an die SPD-Fraktion im Mai über die anstehenden Neuregelungen beim BAföG informiert. Und in seinem Brief benennt er auch das Risiko, dass das BAföG durch die Alleinzuständigkeit des Bundes noch stärker in die Mühlen wechselnder Regierungskonstellationen gerät. Dass Hubertus in dem Zusammenhang die halbherzigen Bekenntnisse der Union und die Luftschlösser der Linken beklagt, das nehme ich mal als Kompliment für das Konzept, das die Grünen hier vorgelegt haben. Das mal als kleinen Exkurs. Aber tatsächlich, dieses Risiko wechselnder Regierungskonstellationen, und der Kollege Kaczmarek hat es ja eben als Repolitisierung bezeichnet. Frau Kollegin Dana, darf der Kollege Heil eine Zwischenfrage stellen? Aber bitte. Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, mit einer Zwischenfrage. Nein, ich wollte jetzt nicht über die Mütterrente diskutieren. Liebe Katja Dörner, weil ich so freundlich zitiert wurde und ich ein bisschen darauf achten muss, dass nicht aus dem Zusammenhang gerissen wird. Man kann ja über Konzepte denken, was man will. Und ich gebe zu, die SPD hätte sich immer früher auch alles wünschen können. Es ist aber auch eine Frage des Machbaren. Ich will nur auf eins Wert legen. Wir streiten uns, glaube ich, nicht darüber, dass das Volumen erheblich ist, dieser BAföG-Reform. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Über den Zeitpunkt kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe mich nur zu Wort gemeldet, weil ich bitte, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich immer der Meinung war, dass es vernünftig ist, dass das BAföG eine Alleinzuständigkeit auch in der Finanzierung des Bundes ist, damit das aus dem Gezerre zwischen Bund und Ländern endlich rauskommt. Das wird zu einer Repolitisierung führen, das hat der Kollege Kaczmarek vorhin gesagt. Und dann haben wir, welche Regierung auch immer zukünftig in Deutschland regieren mag, die Verantwortung, aber auch die Pflicht zu handeln. Meine Bitte ist, weil der Halbsatz war, ich hätte das kritisiert, nee. Es ist ganz das Gegenteil gewesen, diesem Brief. Ich finde, es ist in Ordnung, dass der Bund das vollständig übernimmt. Der Richtigkeit halber, in dem Brief, der mir vorliegt, wird, fällt auf alle Fälle der Begriff auch, es ist ein Risiko, aber in der Abwägung ist es von Ihnen positiv bewertet worden. Ich glaube, da ist kein Widerspruch, ja, in dem, wie ich Sie zitiert habe. Es wird als ein Risiko, aber in der Abwägung als positiv beschrieben. Ich finde es auch richtig, ja, aber wir als Grüne sehen dieses Risiko auch. Und da kann ich anschließen an das, was Kai Gehring gesagt hat, diese Repolitisierung, nämlich das BAföG, ob es jetzt im Geschacher zwischen Bund und Ländern zerrieben wird, ja, oder ob es ein großes Geschacher hier im Bundestag gibt. Da sehen wir gar nicht so einen großen Unterschied. Und deshalb machen wir ja genau den Vorschlag, eine klare Indexierung zu machen und das BAföG automatisch zu erhöhen anhand klarer Kriterien. Dann kämen wir nämlich auch aus der Rolle heraus, uns hier untereinander darüber streiten zu müssen, sondern wir hätten einen klaren Weg, wie das BAföG automatisch und transparent erhöht würde. Und dann könnte sich nämlich auch keine Partei mehr als die BAföG-Partei profilieren, sondern dann ging es wirklich was darum, für die Studierenden zu tun. Und darum sollte uns ja eigentlich gehen. Also eine automatische Erhöhung aufgrund klarer Kriterien, das wäre aus unserer Sicht sachgerecht und das würde das BAföG aus dem politischen Geschacher auch herausholen. Darum sollte uns gehen und das schlagen wir eben auch im Gesetzgebungsverfahren vor und das fänden wir sehr positiv, wenn das angemessen gewürdigt würde und im Gesetzgebungsverfahren noch aufgenommen würde. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das BAföG ist ein wichtiger Baustein für mehr Chancengleichheit in unserem Bildungssystem. 80% der Studierenden, die BAföG bekommen, sagen, dass sie ohne diese Förderung nicht studiert hätten. Aber natürlich ist die Frage der sozialen Öffnung der Hochschulen damit längst noch nicht erledigt. Das ist weiter eine große Aufgabe. Und ich will auch sagen, dass ich sehr froh bin, dass die Grünen mit der SPD zusammen in 3 Bundesländern die Studiengebühren wieder abgeschafft haben. Das ist nämlich auch wichtig für mehr Chancengleichheit und Aufstieg. Chancen in unserem Bildungssystem. Wir Grüne wollen bessere Chancen, gerade für die jungen Menschen, denen das Elternhaus nicht so viel mitgeben kann, finanziell und vielleicht auch kulturell. Das ist uns Grünen wirklich ein absolutes Herzensangelegenheit. Und deshalb sagen wir zu dem Rahmen dieser BAföG-Reform, die jetzt tatsächlich zur Entscheidung ansteht, die Erhöhung kommt deutlich zu spät und sie fällt auch zu mickrig aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Nächste Rednerin. Nach Katja Dörner kommt jetzt von der CSU die Abgeordnete Katrin Alpsteiger. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologie Folgenabschätzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der uns vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes kann durchaus ohne Wenn und Aber als historisch bezeichnet werden. Historisch vor allem deshalb, weil wir endlich den Weg aus der zugegebenermaßen unproduktiven Mischzuständigkeit zwischen Bund und Ländern gefunden haben. Und es ist tatsächlich so, wenn Bund und Länder miteinander verhandeln müssen, dann wird es halt manchmal ein bisschen heftiger im Ton. Das gehört aber auch zum politischen Prozess dazu. Und liebe Frau Gohlke, wenn Sie das dann als traurige Debatte bezeichnen, dann muss ich sagen, wird es dem Thema BAföG und der Wichtigkeit, die das BAföG für Studenten hat, wirklich nicht gerecht. Der Bund übernimmt jetzt die volle Finanzierungszuständigkeit. Und ab jetzt ist endlich der Moment da, wo es nicht mehr die schwarzen Peterspiele gibt, dass der eine den anderen blockiert. Jetzt stehen wir tatsächlich in der Verantwortung als Bund, und dieser Verantwortung werden wir auch gerecht werden. Und dieses Verantwortungsbewusstsein, das muss ich hier an der Stelle schon sagen, das erwarten wir nicht nur von uns allen hier, sondern das erwarten wir auch von den Ländern. Und genau aus diesem Grund, glaube ich, sollten sich die Länder an der einen oder anderen Stelle, sicherlich nicht alle, auch ein Stückchen von uns abschneiden. Was auf jeden Fall aus der Bildung kommt und das, was der Bund im Bereich BAföG übernimmt, die 1,2 Milliarden Euro jährlich, das sollte auch wieder in die Bildung gesteckt werden. So wurde es vereinbart. Und offen gestanden, gerade für die Hochschulen ist das ein ganz wichtiger Bereich, weil das BAföG nun mal hauptsächlich den Studenten zugutekommt. Und deswegen kann ich es auch leider nicht verstehen, wenn Niedersachsen damit andere Staatsausgaben finanzieren will. Ganz im Gegenteil dazu gibt es auch positive Beispiele, beispielsweise Bayern. Bayern investiert nämlich die frei werdenden Mittel aus dem Bereich des BAföG zu 90% in die Hochschulen und zu 10% in die Schulen. Das ist auch in Ordnung. Und die Bürger werden zum Schluss ganz genau hinschauen, wer von uns eigentlich verantwortlich mit den Bildungsausgaben ausgibt und wer es nicht tut. BAföG ist außerdem ein Thema, das ganz nah am Menschen ist. Es hat eine unmittelbare Auswirkung auf jeden BAföG-Empfänger, das ist sicherlich unbestritten. Und das vor allem in einer Phase, die ganz wichtig ist für einen jungen Menschen im Leben. Und dass BAföG bewegt, dass es diskutiert wird, dass es wichtig für die Studenten ist, das sieht man auch darin, dass sie wirklich rege im Internet, in den sozialen Netzwerken diskutieren. Und da wurde vor allem auch eines klar. Aus diesem Grunde, das, was Sie geschrieben haben, geht es hier nicht nur darum, die Bedarfssätze zu erhöhen, die Freibeträge zu erhöhen. Genau das tun wir ja mit den 7% jeweils. Aber es geht vor allem auch darum, eine strukturelle Veränderung beim BAföG herbeizuführen. Und so gleichen wir das BAföG auch an die veränderte Lebenswirklichkeit eines Studenten an. In vielen Gesprächen, und es wurde heute schon einmal erwähnt, kam immer wieder das Thema Antragstellung zur Debatte. Und beim Thema Antragstellung, da verstehen viele Studenten nicht, warum es bei der Steuererklärung möglich sein soll, aber beim BAföG nicht, die Online-Antragstellung. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, auch das wurde heute schon mal gesagt. Der Umgang mit Computer, mit Internet, das ist völlig normal. Heutzutage ist es einfach einfacher, sich an den Computer zu setzen und somit schnell ein paar Zahlen einzutippen. Es ist einfacher auch für die Ämter in der Bearbeitung. Und genau deshalb werden wir ab dem 1.9.2016 auch die Länder dazu verpflichten, die flächendeckende Online-Antragstellung anzubieten. Und damit erreichen wir auch zweierlei. Ich habe es angesprochen. Einerseits helfen wir den Ämtern bei der Bearbeitung und leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Verschnellerung der Verfahren. Und zum anderen bringen wir mehr junge Menschen ins BAföG, denn zugegebenermaßen kann auch so eine Papierflut, die da bearbeitet werden muss, abschreckend wirken. Ein anderer Punkt ist, dass die Studienkultur und die Studienstruktur sich verändert hat in den letzten Jahren, beispielsweise durch den Bologna-Prozess. Und wir haben in den vergangenen Jahren durchaus betrachten können, wohin die Reise geht. Und die Reise geht nun mal dahin, dass man nicht zwangsläufig in der Mehrheit aufhört, nach dem Bachelor zu studieren, sondern dass man hinterher auch einen Master noch draufsetzen möchte.
Und viele von diesen betroffenen Studenten möchten halt nicht ewig darauf warten, dass es weitergeht. Nein, sie versuchen ihre Studienzeit so zu verkürzen, dass es nicht elendig lange Wartezeiten zwischen Bachelor und Master gibt. Und genau deshalb haben sich die Hochschulen ein Instrument geschaffen, der vorläufigen Zulassung zum Masterstudium. Und genau dieses Instruments bemühen wir uns jetzt auch bei der BAföG-Novelle. Und zwar genau deshalb, weil es soll ja nicht zu Wartezeiten oder Unterbrechungen, unerwünschten Unterbrechungen bei den BAföG-Mitteln geben, sondern die Förderungslücken sollen geschlossen werden. Deswegen reicht heute nach dieser BAföG-Novelle die Anpassung oder die Zulassung an das Masterstudium aus. Und eine letzte Realität, und das ist auch schon Thema der Debatte gewesen, waren die steigenden Mieten. Ja, Studenten, die außerhalb der Heimat wohnen, außerhalb des Elternhauses wohnen, haben mit steigenden Mieten zu tun. Aber auch diese Problematik haben wir erkannt. Übrigens ja nicht nur mit dem BAföG-Gesetz, das sicherlich nicht ein Instrument ist, um die Mietpreise irgendwie auszugleichen oder zu steuern. Nein, wir haben aber die Mittel für die Wohnungskostenpauschale überproportional um 11,6% erhöht. Überproportional. Und so ermöglichen wir es auswärts wohnenden Studenten, den Durchschnittsmietbeitrag für einen Studentenwohnplatz oder ein Untermietsverhältnis zu decken. Durchschnittlich. Diese deutliche Steigerung der Wohnkostenpauschale haben wir auch geschafft, ohne gleichzeitig Steuererhöhungen zu fordern und ohne gleichzeitig neue Schulden aufzunehmen. Und das ist schon ein Punkt. Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck für sich, sondern es wäre ja geradezu absurd, wenn wir einerseits hier mehr Geld reinbuttern und andererseits dieses Geld von den Studenteneltern wieder durch Steuererhöhungen zurückholen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, wir erhöhen nicht nur die Fördersätze und die Freibeträge, wir machen das verantwortungsvoll, aber wir gleichen das BAföG auch strukturell an die Lebenswirklichkeit der Studentinnen und Studenten an. Und vor kurzem hat es geheißen in der internationalen Presse, Deutschland ist ein Erfolgsmodell. Und genau dieses Erfolgsmodell soll es bleiben. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgsmodells ist unser Bildungssystem. Und das BAföG wiederum ist ein wesentlicher Erfolgsteil dieses erfolgreichen Bildungssystems. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Vielen Dank. Katrin Alpsteiger hat noch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das BAföG-Antragsverfahren wird erleichtert. Ein Internetantrag soll künftig möglich sein. Das kommt vielen Studenten natürlich sehr entgegen. Nächste Rednerin, Daniela de Ridder von der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf den Besuchertribünen, liebe Studierende und vor allem auch liebe Eltern. Mit der Reform des BAföGs, bei der der Bund, Sie haben es eben schon gehört, nun vollständig die Finanzierung übernimmt, investieren wir in eine verheißungsvolle Zukunft in unser Bildungssystem. Denn alle Mitglieder unserer Gesellschaft müssen an Bildung teilhaben können. Soziale Gerechtigkeit und Vielfalt, so heißt das Gebot der Stunde. Und das gilt für alle, die Niedersachsen kritisieren, will ich das als Niedersächsin noch mal deutlich sagen, von Anfang an. Das bedeutet auch, dass wir in die frühkindliche Bildung investieren müssen. Bitte, meine Herren und Damen, was soll die Aufregung? Wenn wir soziale Gerechtigkeit wollen, dann müssen wir in Bildung investieren. Und wenn wir über das BAföG reden, bedeutet dies auch, dass es überhaupt von Anfang an die Chance geben muss, diesen Weg überhaupt beschreiten zu können. Und deshalb ist die Investition in frühkindliche Bildung ein Muss. Aber unabhängig davon, ob jemand an einer Universität oder einer Fachhochschule studiert, nie darf das Portemonnaie der Eltern wie ein Berufsverbot wirken. Und dem kommen wir nun mit der BAföG-Reform nach. Lassen Sie mich, meine Redezeit ist knapp, nur drei kurze Punkte hervorheben. Erstens, durch die Verbesserung der Kinderbetreuungszuschläge stärken wir nämlich ganz gezielt junge Väter und Mütter, ein Studium aufzunehmen, es mit Familie zu vereinbaren und vor allem auch erfolgreich abzuschließen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hart es als junge Mutter sein kann, ein Studium zu organisieren, denn ich habe selbst mit zwei Kindern studiert. Wenn wir aber, wir reden so viel über die Realität heute, wenn wir uns allerdings die Realität angucken, dann muss man auch sagen, dass es im Jahr 2012 bei denjenigen, die studiert haben, mit Kind, mit einem Kind oder mehr, gerade einmal knapp
4% waren. Das heißt, wir müssen hier Ermutigung betreiben. Das tun wir mit dem BAföG. Studium und Familie, dazu müssen wir Mut machen. Das sind nicht etwa zwei Seiten einer Medaille. Das gehört zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens. Durch die Erhöhung der Einkommens- und Vermögensfreibeträge erhöhen wir auch die Zahl der Förderberechtigten. Sie haben es schon gehört. Wir erwarten, denn wir haben Lese- und Rechenkompetenz, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wir erwarten knapp 100.000 neue Antragsbewilligungen pro Jahr. Und das sind zugleich knapp 100.000 junge Menschen, denen wir bessere Startchancen für ihre spätere Berufslaufbahn ermöglichen. Nein, überhaupt nicht. Wir werden das sehen und auch daran, wir werden das an der Realität messen können. Gerne. Ich möchte mir eine andere Anmerkung an der Stelle erlauben. Ich halte im Übrigen nichts davon, akademische gegen berufliche Bildung auszuspielen. Vielmehr brauchen wir die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Bildungswege. Mehr als eine verfehlte Debatte brauchen wir deshalb Öffnung und Durchlässigkeit im Bildungs- und Hochschulsystem. Über das Meister-BAföG wird gleich mein Kollege Rabanus noch sprechen. Und wer jetzt sagt, wir hätten zu viele Akademikerinnen und Akademiker, der muss sich allerdings auch fragen lassen, für wen mit solchen Aussagen die Tore der Hochschulen wieder geschlossen werden sollen. Nein, Karrierechancen durch Bildung, das darf kein Privileg für Wohlhabende sein. Und deshalb die gute Nachricht. Die BAföG-Reform korrigiert ein wenig das Matthäus-Prinzip, das Sie alle kennen und das da lautet, wer hat, dem wird gegeben. Lehrjahre seien keine Herrenjahre. Diese halsstarrige Haltung können wir uns in unserem rohstoffarmen Land nicht leisten. Unser Potenzial, das sind unsere klugen Köpfe. Und deshalb müssen sich junge Erwachsene auch frei entfalten können. Frei vor allem von wirtschaftlichen Zwängen und Abhängigkeiten. Und dies sichert am Ende auch den Studienerfolg. Denn wer weniger jobben muss, kann sich auch mehr aufs Studium konzentrieren. Studienerfolg durch die BAföG-Reform, das ist doch unser gemeinsames Ziel, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Drittens. Und dies liegt mir aus der eigenen Erfahrung ganz besonders am Herzen. Insbesondere Flüchtlinge und Zugewanderte aus EU-Staaten werden jetzt vermehrt von der Ausbildungsförderung profitieren können. Und das ist mir schon deshalb wichtig, weil ich als Belgierin für mein Studium in Deutschland seinerzeit keine Ausbildungsförderung erhalten habe. Mit der Reform werden wir, und das heißt auch Back to Reality, die Lebensverhältnisse in unserem Land nach der Bologna-Reform, der werden wir gerechter werden. Das ist nicht nur ein Versprechen, das ist die Realität und wir werden das auch prüfen dürfen. Und das ist auch eine Aufforderung an die Opposition, da genau hinzuschauen. Davor habe ich keine Angst. Dies ist in der globalisierten Hochschulwelt, insbesondere wenn wir uns den EU-Staaten zuwenden, eine überfällige Willkommenskultur. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Reform des BAföGs machen wir einen richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung, nämlich hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit an Hochschulen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich hoffe, dass wir damit auch einige besorgte Eltern entlasten können, wenn wir sagen, Lehrjahre sind keine Hungerjahre. Und diesen Eltern sagen wir, wir haben verstanden, was einst John F. Kennedy sagte, nämlich, es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Daniela de Ridder wies noch einmal darauf hin, dass es ja darum geht, dass die Studierenden nebenbei nicht so viel arbeiten sollen, sondern sich aufs Studium konzentrieren sollen. Die Realität sieht leider anders aus. Nahezu jeder dritte Student muss nebenbei arbeiten. Und nächste Rednerin jetzt, Claudia Lücking-Michel für die Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute eine Reform, die diesen Namen wahrlich verdient. Sie bringt strukturelle und finanzielle Verbesserungsvorschläge. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, liebe Katja Dörner, wenn Sie immer wieder monieren, diese BAföG-Erhöhung komme zu spät, die jetzige Studierendengeneration profitiere nicht mehr davon und das gegen die schwarze Null im Haushalt ausspielen, dann muss doch sagen, wenn wir jetzt nach 1969 zum ersten Mal wieder einen Haushalt ohne neue Schulden aufstellen, was kann man denn mehr tun im Sinne der Generationengerechtigkeit? Was kann man denn mehr tun,
um langfristig Handlungsfähigkeit zu bewahren, auch und gerade für Investitionen in Bildung. Aber ich will von den vielen wichtigen Punkten, die heute schon genannt wurden, als Erfolge der BAföG-Reform aus meiner Sicht drei Erfolge noch mal besonders benennen. Wir haben es gehört, aber mir ist es wichtig. Das neue BAföG ist familienfreundlicher. 130 Euro für das erste Kind und dann für jedes weitere. Das Signal heißt, Familien sind uns wichtig. Zweitens, das neue BAföG ist internationaler. Wir haben uns dafür im Koalitionsvertrag schon ambitionierte Ziele gesetzt, denn jede zweite deutsche Studierende soll demnächst studienbezogene Auslandserfahrung sammeln. Die BAföG-Novelle, die wir jetzt diskutieren, erleichtert dies mit ihren neuen Regelungen. Denn jetzt gilt das EuGH-Urteil zur Freizügigkeit und jede deutsche Studierende kann, wenn sie im EU-Ausland ihr Studium beginnen, künftig vom ersten Semester an BAföG-Förderung in Anspruch nehmen. Das ist doch ein wichtiger Schritt. Aber umgekehrt, für Studierende mit humanitären Aufenthaltsgründen verkürzt sich die Wartezeit bis zur BAföG-Berechtigung auch von 4 Jahren auf immerhin jetzt nur noch 15 Monaten. Dass mir das zwar auch noch zu lang ist, will ich sagen, aber es ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Und drittens, wenn hier immer wieder behauptet wird, dass diese Regierung, Zitat, billigend in Kauf nehme, dass Arbeiterkinder in ihrem Bildungsaufstieg blockiert bleiben, Zitat Ende, dann kann ich nur sagen, das ist doch im Blick auf BAföG und die vorgelegte Reform blanker Unsinn. Schauen Sie auf den Sozialsurvey des aktuellen des Studentenwerks und es wird noch mal deutlich, BAföG ist und bleibt ein wirksames Instrument der breiten Förderung. Je niedriger das Bildungsniveau der Eltern ist, desto höher ist der Anteil der Studierenden, die durch BAföG gefördert werden. Die anderen Fakten haben wir schon gehört. Es erhöht sich die Zahl der BAföG-Berechtigten durch die höheren Freibeträge. Die Hinzuverdienstgrenze wird angehoben, sodass man leichter jetzt auch bis in Höhe von einem ganzen Minijob zum BAföG dazu verdienen kann. BAföG hilft Bildungsaufsteigern. Es verringert den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und gewähltem Ausbildungsweg. Und das sind doch echte Fortschritte. Wenn ich jetzt an dieser Stelle eine Ergänzung einbringen will, dann, weil ich denke, eine gute Reform sollte vielleicht im Blick auf die weiteren Diskussionen an einer Stelle noch möglichst verbessert werden. Mein Punkt, an den ich erinnern will, ist die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements. Wir sind uns hoffentlich einig, dass durch ehrenamtliches Engagement Millionen von Menschen in Deutschland dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft menschlicher wird, dass es bei uns solidarischer zugeht, ja, dass ohne Ehrenamt vieles bei uns überhaupt nicht möglich wäre. Die junge Generation ist dabei besonders stark ehrenamtlich aktiv. 1999 stellten Studierende zwischen 20 und 24 Jahren mit einer Quote von 45% noch die Gruppe mit dem höchsten Engagement unter den jungen Menschen dar. Nach der Studienreform ist das Engagement, 2009 war das festgestellt, um 5 Prozentpunkte gesunken. Wir haben das Problem, dass die Studienstrukturreform, das neue Bachelor-Master-System durch die zeitliche Verdichtung und erhöhten Anforderungen das Engagement von Studierenden offensichtlich deutlich einschränkt. Und damit bin ich wieder beim BAföG und meiner Ergänzungsvorschlag. Es sollte doch unser Ziel sein, dass freiwilliges Engagement gerade von Studierenden diesen nicht zum Nachteil gereicht und es zu keinem Trade-off kommt zwischen Ehrenamt auf der einen Seite und Ausbildung auf der anderen. Und es gibt ein Beispiel. Ehrenamtliches Engagement in den gesetzlichen Hochschulgremien wird bei der BAföG-Förderhöchstdauer bisher schon berücksichtigt, in der Regel mit einem Semester zusätzlich. Das gilt aber leider nicht für Engagement in anderen Bereichen. Und hier ist mein Ziel. Natürlich, es ist richtig, und ich habe die mahnenden
Worte von Frau Ministerin Wanka im Ohr. Jede Ausweitung des Empfängerkreises beim BAföG kostet Geld. Aber hier wäre das Geld aus meiner Sicht besonders gut angelegt. Es ist richtig, wenn wir das berücksichtigen wollen, dann muss Umfang und Qualität ehrenamtlichen Engagements natürlich auch wir handfest festgehalten werden können. Aber keine Sorge, dafür gibt es bereits Modelle, die übertragbar werden. Tatsächlich, Bayern ist ein gutes Beispiel. Die haben eine Ehrenamtskarte, die auf Initiative von verschiedenen Vereinen einen Trägerverein gegründet haben, wo jetzt qualifiziert der Umfang von ehrenamtlichen Engagement zertifiziert festgestellt wird, ja sogar die Kompetenzen festgehalten werden, die man dabei erworben hat. Ein anderes Modell wäre die sogenannte Juleika aus dem Bereich der kirchlichen Jugendarbeit, die Jugendleiterkarte. Kann man alles übertragen. Wenn uns das gelingen würde, dann würde ich sagen, das wäre ein ganz wichtiger Schritt in eine richtige Richtung. Ehrenamtliches Engagement könnte dann bei der Festlegung der BAföG-Förderhochsteuer-Höchstdauer angemessen berücksichtigt werden. Ehrenamt wäre weniger Risiko für die Studierenden und die BAföG-Regelungen würden zu einem echten Pluspunkt, nicht nur für die engagierten jungen Menschen, sondern für unsere gesamte Gesellschaft. Meine Damen und Herren, in jedem Fall, die jetzt vorgelegte BAföG-Novelle ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin zuversichtlich, dass durch die weiteren Debatten hier die Verbesserungen in die richtige Richtung weitergehen. Vielen Dank. Wir sollten gemeinsam dran arbeiten. Claudia Lücking-Michel war das für die Union. Der vorletzte Redner hier in der ersten Lesung zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes kommt von der SPD, Martin Rabanus. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir behandeln heute in erster Lesung die 25. BAföG-Novelle, eine Novelle, die tatsächlich diesen Namen auch verdient. Das ist gut so und das ist gut so auch in mehrerer Hinsicht. Es ist gut für die Länder. 100% Übernahme der BAföG-Kosten durch den Bund bedeutet eine Entlastung von knapp 1,2 Milliarden Euro. 1,2 Milliarden Euro, die die Länder nun für Bildung in ihren Haushalten zusätzlich zur Verfügung haben. Damit löst die Koalition auch das Versprechen ein, das wir im Koalitionsvertrag niedergelegt haben, nämlich dass wir den Ländern weitere Spielräume verschaffen. Es ist aber vor allen Dingen gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Schülerinnen und Schüler, das will ich an der Stelle auch noch mal betonen, viele Schülerinnen und Schüler kommen auch in den Genuss von Leistungen nach dem BAföG, sowie für die Studierenden. Wir erhöhen die Bedarfssätze, wir erhöhen die Einkommensfreibeträge, der Wohnkostenzuschuss ist benannt worden. Wir erhöhen die Kinderbetreuungskosten, das finde ich ganz wichtig, auf 130 Euro pro Kind und nicht mehr gestaffelt, sondern pauschal. Wir schließen die Bachelor- und Masterlücke. Wir erreichen 110.000 zusätzliche junge Menschen mit Leistungen der Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das ist ein Gesamtvolumen der Novelle von rund 825 Millionen Euro. Und das ist in der Tat, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine substanzielle Novelle. Natürlich beginnen wir jetzt die parlamentarischen Beratungen. Frau Kollegin Lücking-Michel hat bereits einen Aspekt eingebracht, der sicherlich noch eine Rolle spielen wird. Andere Aspekte werden weiterhin eine Rolle spielen. Und es gilt, dass berühmt und berüchtigte Strucksel-Gesetz. Kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag heraus, wie es eingebracht worden ist. Das ist mal wieder keine Drohung, liebe Frau Ministerin Wanka, sondern es geht darum, im kommenden parlamentarischen Beratungsverfahren die guten Dinge noch ein bisschen besser zu machen. Damit jedenfalls, meine Damen und Herren, haben die SPD und die Koalition zwei zentrale Vorhaben eingelöst. Das eine zentrale Vorhaben, die Entlastung der Länder. Das zweite zentrale Vorhaben, die Stabilisierung, die strukturelle Stärkung und die
Anpassung des BAföG an die aktuellen Bedürfnisse. Das ist gut so. Natürlich aber ist der SPD und ist auch der Koalition bewusst, dass damit das Thema Ausbildungs- und ich sage Fortbildungsförderung für diese Legislaturperiode nicht sozusagen ad acta gelegt werden kann. Ganz im Gegenteil. Wir werden jetzt sowohl in den einzelnen Fraktionen, aber auch in der Koalition insgesamt uns dem Thema Meister-BAföG intensiver zuwenden. Weil wenn wir für Schülerinnen und Schüler und Studierende jetzt richtigerweise eine Reform des BAföG machen, ist es nur folgerichtig, in einem jetzt kommenden zweiten Schritt uns auch um die Meisterschüler zu kümmern. Dabei sind wir von der Überzeugung geleitet, dass es eine Gleichwertigkeit der akademischen und der beruflichen Bildung gibt. Von der Überzeugung geleitet, dass es nicht gegeneinander auszuspielen ist, sondern gemeinsam gedacht werden muss. Und wenn das so ist, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir vergleichbare Förderbedingungen in den Systemen BAföG und AFBG, also Aufstiegsförderung, hinbekommen. Da ist eine ganze Menge noch zu tun. Gesetzessystematisch werden die Freibeträge und die Bedarfssätze insbesondere aus dem BAföG im Meister-BAföG auch mit abgebildet. Aber das ist nur ein Teil dessen, was die Förderlogik im Meister-BAföG auch ausmacht. Es gibt da den ganzen Bereich der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, der im BAföG in der Regel keine Rolle spielt. Es gibt den Bereich von Prüfungsvorbereitungen, aber auch bis hin zu der Frage des Meisterstücks, die in der Meisterausbildung gemacht und vorgelegt werden muss. Und hier gibt es aus unserer Überzeugung die Notwendigkeit, auch bedarfsgerecht Anpassungen vorzunehmen. Und lassen Sie mich zum Schluss einen Satz noch sagen, mit Erlaubnis des Präsidenten. Das ist das Thema der Zuschuss- und Darlehensbedingungen, die ganz unterschiedlich sind im BAföG und im Meister-BAföG. Beim BAföG ist es so, das wissen wir alle, 50% Zuschuss, 50% Darlehen und das zinsfrei. Beim Meister-BAföG ist es ein geringerer Zuschuss, ein höherer Darlehensanteil und das verzinslich. Und wenn wir es ernst meinen mit der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung, wenn wir es ernst meinen, damit auch gleiche Förderbedingungen herstellen zu wollen, dann müssen wir es auch ernst meinen und an dieser Stelle Veränderungen herbeiführen. Herzlichen Dank. So, und der letzte Redner kommt auch noch mal von der Koalition, nämlich der Unionsabgeordnete Sven Vollmering hat jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Dieses Zitat von Bruce Lee passt sehr schön zur heutigen Debatte. Die Große Koalition hat den Ball nicht nur gehalten, sondern mit Ministerin Wanka als Stürmerin Tore geschossen. Die BAföG-Reform wird ein großer Erfolg werden. Wo hat der zitierte Kollege seinen Wahlkreis, Herr Vollmering? Wo hat der Kollege seinen Wahlkreis, den Sie gerade zitiert haben? Bruce Lee, wer ihn nicht kennt, amerikanischer Schauspieler und Kampfkünstler. Ja, da die Linke und die Grünen aber das nicht zugeben können, orientieren Sie sich bei Ihrer Kritik lieber am ehemaligen Bundesliga-Profi Rolf Rüssmann, der gesagt hat, wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir Ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Aber selbst das ist Ihnen in der heutigen Debatte nicht gelungen. Sie haben argumentativ barfuß in den Rasen getreten und sich dabei wehgetan. Die Linke spricht in ihrer Pressemitteilung vom 20.08.2014 von einem unwürdigen Schauspiel. Der Kabinettsbeschluss sei unverantwortlich. Die Grünen sind sich nicht zu schade, in ihren Stellungnahmen das Wort Almosen in einem Atemzug mit dem Wort BAföG zu nennen. Seriöse Kritik sieht anders aus. Das Deutsche Studentenwerk jedenfalls begrüßt die Reform und spricht von einer guten Nachricht. Und ich kann nicht verstehen, wie man die Erhöhung der Bedarfssätze um 7% des Wohngeldzuschlags auf 250 Euro, des Förderhöchstsatzes um 9,7% auf 735 Euro, die Anhebung des Vermögensfreibetrags und des Kinderbetreuungszuschlags als unwürdiges Schauspiel bezeichnen kann.
Durch die 7-prozentige Erhöhung der Einkommensfreibeträge der Eltern erhalten 110.000 mehr Studierende und Schüler BAföG. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal den Eltern danken. 87% der Eltern unterstützen ihre Kinder monatlich durchschnittlich mit 476 Euro während des Studiums und schränken sich selber ein. Und auch das verdient mal Anerkennung in dieser Debatte. Und sinnvoll ist auch die Anhebung der Nebenverdienstmöglichkeiten auf 450 Euro. Die Bundesagentur für Arbeit hat im letzten Jahr die, Zitat, gute Funktion der Minijobs für Studenten und Schüler betont, um Geld zu verdienen. Und wenn man bedenkt, dass 2/3 der Studierenden dies aus unterschiedlichen Gründen auch tun und der Minijob dabei eine zentrale Rolle spielt, dann ist die Forderung der Grünen aus dem Bundestagswahlkampf, die Minijobs einzudämmen, kontraproduktiv und schädlich für die junge Generation. Und mit großer Sorge verfolge ich, das ist ja auch angesprochen worden, die Rolle einiger Bundesländer bei der Verwendung der frei werdenden BAföG-Mittel in jährlicher Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Als Nordrhein-Westfale will ich jetzt auch gar nicht auf die Situation in, sagen wir, Niedersachsen eingehen, sondern mich lieber mit meinem eigenen Land beschäftigen. Meine Landesregierung sagte im Sommer auf Anfrage, dass die frei werdenden Mittel in Höhe von 279 Millionen Euro im Haushalt eingespeist werden, gab jedoch nie konkret an, wofür. Vielmehr sprach man davon, dass, Zitat, angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeiten im Landeshaushalt NRW die Entlastung eine Unterstützung im Hinblick auf das Erreichen bildungspolitischer Ziele darstellt. Und allein durch die Verwendung des Begriffs Konsolidierungsnotwendigkeiten ist ja klar, dass das Geld dann doch beim nordrhein-westfälischen Finanzminister landen kann. Und verschiedene Seiten haben seitdem an die Landesregierung appelliert, im Sinne von Haushaltsklarheit und Wahrheit mit Nachweis anzugeben, wofür das Geld verwendet wird. CDU-Vorschläge liegen lange vor. Ich habe mich dafür eingesetzt, beispielsweise, dass 35 Millionen Euro für die digitale Bildung eingesetzt werden. Weitere Vorschläge sind zum Beispiel der Ausbau von Masterstudienplätzen. Ich weiß, dass Sie das alles nicht hören wollen. Die Förderung von Rückkehrerprogrammen für wissenschaftlichen Spitzennachwuchs, die Anschubfinanzierung der dringend notwendigen medizinischen Fakultät in Ostwestfalen oder eben meinetwegen auch die Förderung der Schulsozialarbeit. Auch das ein Thema, was meinen Wahlkreis betrifft. Und dann am Dienstag große Pressemitteilung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit Hinweis auf die BAföG-Mittel. Zitat, das Land hat das Geld zur Finanzierung neuer Maßnahmen im Bildungsbereich veranschlagt. Großer Trommelwirbel, wir warten alle, was jetzt kommt. Und dann unter anderem für den Ausbau des offenen Ganztags, weitere Zuweisungen an Kommunen für die Inklusion und für den Kita-Ausbau. Bei allem Respekt, nein, das sind alles keine neuen Maßnahmen. Alle Ziele sind jetzt schon haushaltsrechtlich verankert im nordrhein-westfälischen Landtag, im nordrhein-westfälischen Haushalt. Die Hochschulen werden in der Pressemitteilung nicht einmal erwähnt. Dafür die vereinbarungswidrige Kita-Förderung. Ein paar globale Minderausgaben kommen in Nordrhein-Westfalen auch immer noch mal dazu. Dann wird eine Maßnahme nicht komplett angerufen und schon ist das BAföG-Geld weg. Das ist ein billiger Taschenspielertrick in Nordrhein-Westfalen und ich fordere die Landesregierung auf, die getroffenen Vereinbarungen auch einzuhalten. Es ist doch, und da hat Frau Gohlke doch sogar recht, ein Alarmsignal, dass der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Professor Kempen, mit drastischen Worten von einer Schweinerei spricht, wenn er an die BAföG-Mittelverwendung durch einige Länder denkt. Es stehen in der Zukunft noch eine Reihe von Bund-Länder-Verhandlungen auch an. Und es kann nicht sein, dass immer wieder manche Länder ständig trotz verfassungsrechtlicher Nichtzuständigkeit den Bund auffordern, immer mehr Aufgaben zu bezahlen, aber gleichzeitig besonders kreativ sind, eigene Hausaufgaben nicht zu erledigen. Und das belastet für die Zukunft auch angesprochene Verhandlungen und schwächt die Länder doch selbst. Wir beklagen immer wieder die niedrigen Landtagswahlbeteiligungen. Und ein Grund dafür ist doch auch, dass den Bürgern diese Wahlen nicht so wichtig sind wie beispielsweise die Bundestagswahl. Und wir brauchen uns doch dann auch nicht wundern, dass das bei diesem Verhalten der Länder mit dem ständigen, selbstschwächenden Rufen nach Abgabe von Verantwortung nach Berlin so ist. Und Deutschland hat doch enorme, viele gute Erfahrungen mit dem Föderalismus gemacht. Und wir sollten dies nicht durch taktische Spielchen ruinieren, sondern wir sollten auch sehen, dass wir zukünftig vernünftige Bund-Länder-Beziehungen gestalten. Ich finde, damit
habe ich als letzter Redner eine gute Überleitung zur morgigen Debatte über die Grundgesetzänderung und die Aufhebung des Kooperationsverbotes im Hochschulbereich geschaffen. Wir sehen uns morgen zur zweiten Halbzeit. Ich bin zuversichtlich, dass die Große Koalition ihren Vorsprung noch ausweiten wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sven Vollmering war der letzte Redner. Der BAföG-Reform wird jetzt weiterverwiesen in die Ausschüsse.